Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Dienstagstream mit Sea of Thieves. Und ich wechsle einfach mal die Sequenz ins Just Chatting rüber und huch, da sind wir auch schon. Hallöchen. Und ja, ich glaube, mein Bruder ist heute schon relativ schnell soweit. Das heißt, wir werden nicht so viel Zeit jetzt hier verplempern, würde ich sagen, sondern wir gehen rüber. Schon mal in die Gaming-Sequenz und ich schalte uns mal laut und wir hören mal, was er zu sagen hat. Hallöchen. Ah, da ist er doch. Ja, da bin ich schon. Ist ja nicht so viel gerade, daher habe ich gedacht, komm, da kannst du das sogar mal sehr schnell wechseln. Ja, ich habe ja heute auch quasi, war um kurz nach 7 erst da. Das ist etwas voll heute. Ah, macht doch nichts. Bei mir ist dann heute ein bisschen früher, aber passt ja. Dann haben wir zumindest keine großartigen Zeiten, wo jetzt nichts ist. Und ich wäre auch schon so weit, dass ich dich direkt einladen kann und alles. Das heißt, ich mach's von dir abhängig. Ja, ich starte gerade mal kurz das Spiel. Das ist eine gute Idee. Ja, ich habe erstmal gewartet, bevor die Musik schon im Hintergrund dudelt oder so. Hab ich gedacht, warte ich noch kurz. Ja, ich versuche gerade das Spiel zu capturen. Ah, da ist es. WB David. Ah, David, ich wollte eben schon gefragt haben, wo der denn ist, der Lümmel. Ja, der David hat mich vorhin schon auf der Arbeit angeschrieben, warum ich denn eine Wiederholung sende auf meinem Kanal. Ach so. Dann lade ich dich auch schon mal direkt ein. Ja, und ich habe auch schon mal direkt angenommen, obwohl er noch nicht richtig im Spiel drin ist. Aber das macht ja nichts. Das ist kein Problem. Wechsle ich auch schon mal die Playlist. Dann machen wir jetzt das. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt gar nicht groß euch sonst begrüßt hier bei mir im Chat. Aber ja, doch eigentlich schon so ein bisschen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ihr seid gesund und derzeit nicht zu sehr betroffen von dem ganzen Corona-Zeugs. Ach, wie passend, ja. Hast du direkt mal Multitwitch rausgehauen? Ja. Dankeschön. Ich dachte, wenn er gerade so schön lädt, dann kann ich das. Hab ich gar nicht dran gedacht, sonst hätte ich den Button eben schon gedrückt und es bei dir reingepostet. Stimmt, den habe ich mir tatsächlich. Ich habe mir die Commands und den Schedule und Hype und Emotes und so habe ich in meinem Chatbot drin. Aber das nicht. Ah, Tesia, du bist bis morgen noch krank geschrieben. Okay. Ich hoffe, dir geht's nicht zu schlecht. Also ich bin ab morgen tatsächlich im Homeoffice. Das ist jetzt Anweisung bei uns. Okay. Hat's Tesia denn damit erwischt oder ist es einfach was anderes? Ich glaube, es ist was anderes, oder Tesia? Zumindest soweit ich das weiß. Kein Corona, ja, siehste. Fortnite. Ja, wahrscheinlich wollen da alle rein im Moment in Fortnite und deswegen ja, eben, David, du musst mal bedenken, was da gerade an Ansturm kommt, ne? Grippe mit Bronchitis, ist aber auch nicht schön. Achso, du bist schon da. Dann kann ich ja eigentlich schon mal Spielsound anmachen und die Segel setzen, ne? Kannst du tun. Während jetzt hier Resident Evil 5 Musik läuft. Ja, einen Moment. Naja, Niki, überleg mal, wo das gerade weltweit überall alle betroffen sind davon. Ich glaube schon, dass das nicht nur COD im Moment ist. Fortnite ist auch immer noch genauso im Hype. Klar, COD Warzone ist im Moment mit Sicherheit auch viel hier gerade auf Twitch und so gehypt. Aber ich glaube schon, dass auch immer noch viele jetzt in der Zeit, die sie haben, das dann spielen. Du hast übrigens heute keine Encodes, Daniel. Oh mein Gott. Keine Re-Encodes. Ich habe sie gekriegt. Haha. So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, ich bin schon im Spiel. Capture. Ich warte auf dich. Ah, wegen dem Capture? Ja, Moment. Das hat bei mir eben auch kurz gedauert.
Okay, AU macht auch gerade Probleme. Oh mein Gott, deine Welt bricht zusammen, David. Deine einzigen Spiele gehen nicht. Ich spiel SpongeBob. Das ist ja noch nicht da. Oh nein! So, ich glaube, da muss ich aber gerade noch mal irgendwie gucken. Seit letzten Donnerstag krankgeschrieben, deswegen warst du abends nicht da. Ja, habe ich mir schon ähnlich gedacht. Ich wollte jetzt nur nicht auf den Nerv gehen und dich irgendwie deswegen belästigen, chattechnisch oder so. Ich hatte mir das aber schon gedacht, weil du ja davor schon krank warst. Alles kein Ding passiert und vollkommen verständlich. Im Moment sind ja auch so neben Corona viele echt krank mit so Geschichten. Da geht's raus. Wie, was eine Überraschung. Ja, wer weiß, hätte ja sein können, dass sie das jetzt spontan veröffentlichen, so Corona-mäßig, ne? So wie die Holländer jetzt gerade Doom Eternal und Animal Crossing schon rausgeben, weil die ab Donnerstag die Läden schließen. Tja, und wie gesagt, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und Mittel. So sieht es aus, ja. So, von namhaften Grim Jim Spain gestohlener Schatz. Achso, wolltest du mal auch gucken? Kann ich. Oh Gott, wo war die Karte denn? Hä? Hä? Auf E, E. Ja, gerade eben ging das nicht. Ja, aber passiert. Ist doch klar, wenn du krank bist, bist du krank. Alles gut, ja. Thesia. Du sollst dich ja auch auskurieren, dafür bist du ja zu Hause. Hier, hab ich schon. Da. Ja, ich sag ja, deine Welt geht unter. Du hast nichts mehr, was du spielen kannst. Alles funktioniert nicht. Also nichts funktioniert. Dann heißt es jetzt wohl Schulaufgaben nacharbeiten. Wäre eine Möglichkeit. Du hast ja schließlich noch. Boah, das war aber jetzt gerade echt, ne? Ja. Der direkte Treffer. Mhm. Was, nö? Nö, keine Schulaufgaben oder nö? Kein Bock. Du hast keine. Ja. Sag's doch einfach, wie es ist. Ja, wenn du krank bist, bist du krank. Das ist eine Sache, die sie in Deutschland bis heute zu einfach nicht verstehen. So viele kommen krank arbeiten. Ich hoffe, dass sich das durch Corona jetzt endlich mal ändert, weil ich finde es immer schon blöd. Naja, also so wie man es mitbekommt, glaube ich, ändert sich durch Corona nicht allzu viel. Weil selbst auf trotz der Maßnahmen. Wenn man kollegial ist, wird es sich ändern. Nicht eingehalten. Wenn man kollegial ist, wird es sich dadurch ändern. So, wo müssen wir denn hin? Norden. Mhm. Nord-Nord. Wenn man kollegial ist, wird es sich ändern. Also der eine Kollege hat es sich zu Herzen genommen und der ist auch, nachdem der 2 Tage schniefend im Büro saß, ist er dann mal endlich zu Hause geblieben. Ja, also ich sag mal, in der Schule, glaube ich, ist ja auch die Problematik einfach, je nachdem, wie lange du krank bist, dass du einfach darauf angewiesen bist, das selber nachzuholen, weil halt keine Möglichkeit ist bei dem ganzen Stoff, ja. Dass man dir das in der Schule, dass man da ein Extrasüppchen für dich kocht. Ab einer weiterführenden Schule ist man halt zu einem gewissen Maß Selbstständigkeit in der Richtung gebunden, ja. Dass man sich die Sachen selbst nacharbeitet. Das musst du ja nicht tun, wenn du gerade mitten krank bist, aber meistens bist du ja irgendwie innerhalb der Woche krank und zum Wochenende flacht das dann ab oder so. Und dann kannst du es ja, wenn du wieder gesund bist, soweit nacharbeiten. Das erwartet ja keiner von dir, dass du das sofort getan hast. Ja eben, dann machst du es nicht, sondern machst es halt, wenn du wieder soweit gesund bist. Aber die Selbstständigkeit, das dann nachzuarbeiten, das wird halt erwartet. Und das ist ja auch gut und richtig so. Die Frage wäre ja, was wäre das, was du als Alternative ansiehst? Dass der Lehrer sich dann, also dass du dann einen Sonderunterricht kriegst? Das geht ja nun mal auch nicht. Ja, dann musst du es notfalls neben den Sachen dann halt noch wieder nacharbeiten. Das ist doch zeitlich alles machbar, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das nicht hätte tun können. Das heißt nicht, dass ich es getan habe, aber... Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Lust hätte ich da auch nicht drauf gehabt, beziehungsweise man hat immer was Besseres zu tun, aber dann kann man eben mal nicht spielen, sondern so wie du dich sonst auf eine Arbeit vorbereitest und dir dafür ja hoffentlich Zeit nimmst, musst du dann eben
Das ist dann aber wieder, glaube ich, ein bundeslandtechnisches Problem. Bei uns kriegt man die Blätter gedruckt, da musst du nichts abschreiben. Ich wollte gerade sagen, also in der Regel bei uns hat man damals dann irgendwie so eine Kopiergebühr bezahlt pro Halbjahr, irgendwie 5 Euro oder damals noch D-Mark zu meiner Schulzeit. Und ein bisschen weiter rechts. Rechts? Okay. Ja. Also die Insel hier rechts müsste es eigentlich sein von uns. Und dann hat man eben letztendlich die Kopien, haben einem dann meistens sogar noch die Mitschüler mitgebracht, vorbeigebracht, je nachdem. Ja, das ist halt so gesammelt und mitgebracht. Aber dann sind wir auch wieder bei dem Thema von letztens, David, dass es halt immer noch keine Digitaltafeln und so in den meisten Schulen gibt. Das ist einfach ein Problem, dass Deutschland das total verpennt hat, irgendwann mal die Schulen aufzurüsten. Wenn es Digitaltafeln gäbe. Gab es das damals auch nicht. Ja, damals nicht, aber trotzdem sind die halt immer noch bei damals, weißt du? Bei euch sind seit Montag. Ja, das ist ja, glaube ich, jetzt eigentlich soweit überall in Deutschland, Thesia, dass die Schulen, Diskotheken, Gaststätten und so weiter geschlossen sind. Ich glaube, es gibt kein Bundesland mehr, wo das jetzt nicht mehr so ist. Jetzt werden ja auch die Grenzen nach und nach zugemacht. Das Einzige ist ja, dass Berlin irgendwie die Spielplätze offen lässt. Und rein theoretisch auch Berlin sagt, auch wenn der Zoo selber zugemacht hat, aus Sicherheitsgründen. Willst du mal ankern? Ja, ich weiß nicht, wie nah wir dran wollten. Oh, ist da vorne ein Schiff? Yep. Ja, also auf jeden Fall, die in Berlin auch der Meinung sind, dass der Zoo ruhig offen bleiben soll. Echt? Das habe ich auch nicht so. Das habe ich nicht so aktiv mitgekriegt. Mich interessiert am meisten halt erstmal das Bundesland, wo wir hier sind. Und bei uns sind die Spielplätze dicht und sie treffen sich trotzdem alle da. Insofern so richtig umgesetzt wird es gerade nicht. Wie gesagt, die Eisdielen, wenn du da siehst, wie viele Leute da heute saßen, das ist wohl auch in der ganzen Region hier so gewesen. Dann kannst du echt nur dich fragen, was die Leute immer noch nicht an der ganzen Sache verstanden haben. Soll ich mitkommen oder soll ich lieber hier warten, wenn die da vorne mit ihrem Schiff gerade da sind? So, ich kann flott selber gucken. Ich habe halt ein wenig Angst, dass die sonst... Ja. Ich meine, wir haben zwar nichts dabei, aber wenn die uns das Schiff versenken, ist halt auch doof. Ja, das stimmt. Ich bin gerade auf der Suche, wo hier der passende Strand ist. Ich hoffe, das ist... Oh Gott. Lag. Quatsch. Ist das der? Das muss doch eigentlich der sein. Ja, David, wie gesagt, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Das haben die echt verpennt und da kann man auch nur hoffen, dass sich das halt jetzt irgendwie mal langsam dann ändert. Dass die halt mal ein bisschen aufrüsten, moderner werden, auch im Schulsektor. So, also eine Kiste habe ich. Kannst du mal gerade auf der... also ich werde nämlich verfolgt von den Skeletten. Kannst du mal gerade auf der Karte gucken, ob es da noch eine gibt? Weil die lag quasi schon offen da. Nee, da liegt unten an dem Strand liegt eine mit einem X vergraben. Okay, ja gut, dann habe ich hier die Aschgraue oder Aschdingstruhe auf jeden Fall schon mal. Ich weiß nicht, ob du gucken gehen willst. Ach, ich hab mich gerade mega erschrocken. Ja, ich gehe mal gucken. Wieso erschrocken? Ich habe gedacht, wir werden gerade angegriffen. Achso. Ich habe nicht gesehen, dass du das bist. Achso. Warst du auf der anderen Seite da durch die Höhle durch, oder was? Du musst auf jeden Fall auf die andere Seite, weil das ist der Südstrand und das muss am Nordstrand liegen. Ja, okay. Ich habe extra mal mit dem Kompass geguckt. Dann gehe ich mal gucken. Ja, ich halte mal unsere Kollegen da drüben im Auge. Also ich habe drüben nämlich jetzt keinen gesehen. Ja doch, ich sehe gerade hier an der anderen Insel jemanden. Oh Gott. So. Ja, also klar, man soll natürlich irgendwo mit der Zeit gehen, aber wenn es halt jetzt nicht da ist und es ist ja nun mal schließlich, oh, sehr schön, es ist ja nun mal auch eine Kostenfrage und es können sich halt nicht alle Länder und alle Schulen das so leisten, dann muss man halt zur Not mit den modernen Medien, brauchst ja das Tafelbild nicht abmalen, sondern brauchst ja nur ein Foto zu machen und das können die Mitschüler dir dann sogar per WhatsApp schicken. Ja, das geht dann halt schon, aber trotzdem bin ich auch der Meinung, dass die halt einfach langsam mal ein bisschen in der Moderne ankommen müssten.
Und anstatt irgendwelche teuren, überteuerten Overhead-Projektoren anzuschaffen, sollte es halt langsam doch mal an der Zeit sein, das Ganze, wie gesagt, gegen Digitaltafeln auszutauschen. Ich meine, selbst die Fahrschulen kriegen das ja mittlerweile hin, dass es Digitaltafeln gibt und man nicht mehr da mit den alten Philips CDI-Geräten irgendwelche Materialien abspielen muss. Nicht, dass du dich totfällst, ne? Na, fast. Aber es hat noch hingehauen. So, dann würde ich sagen, sobald du an Bord bist, setze ich auch direkt schon Segel, bevor die irgendwie auf die... Ja, die waren, wie gesagt, an der Nebeninsel waren die gerade zugange, habe ich gesehen. Unten am Strand. Aber mach ruhig. Ja, wir haben ja erstmal, ist da ja nichts, wo wir reinfahren würden. Boah, haben wir Proviant? Haben wir nicht, ne? Ach, ich hab noch, doch, Proviant da. Ich bin nämlich zweimal ziemlich böse gefallen. Okay, bis dann. Ciao, Michi. Schön, dass du da warst. Und bis die Tage, sag ich einfach mal. Ja, alles klar, Niki. Dann genau, bis demnächst. Und pass auf dich auf. Das war letzte Woche beim Arzt, war sonst ein eigenes Wartezimmer im Labor warten. Stuhl war aber bequem. Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht, tatsächlich. Fahren wir das direkt verkaufen oder dann bist du nämlich quasi schon richtig auf dem Weg zum Plunder Outpost zurück? Ja, würde ich sagen. Also jetzt, wo wir zwei Stück haben, ne? Ja, die andere Insel hat nochmal drei Schätze, die wir haben in dem Auftrag, deswegen... Ja, dann machen wir das lieber, bevor wir irgendwas verlieren. Safen wir das jetzt. Ja, ist gut. Also nach Süden, mehr südlich. Ja, aber wie gesagt, Thesia, ich meine, das ist ja auch... Ist die richtige Maßnahme, das dann so ein bisschen aufzuteilen und so. Man weiß es ja nicht und so. Ich meine, jetzt ist ja sowieso, es wird ja keiner mehr getestet, ne? Ist ja jetzt, wird ja nur noch das Krankenhauspersonal und so. Von den kritischen Fällen wird ja nur noch getestet. Also die Systemhaltenden. Kritische Infrastruktur. Genau. Ich werde unter anderem wahrscheinlich auch bei... Also zumindest sind die Agentur für Arbeit und die Jobcenter sind hier in NRW auf jeden Fall kritisch. Ach, seid ihr kritisch, ja? So, ich habe meinen Stuhl mal wieder einen Ticken runter gemacht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, dass mein Kopf oben abgeschnitten ist, aber so ist besser. Ich hatte den letztens hochgemacht, naja, aber... Gut. Wir sind wahrscheinlich deswegen kritisch, weil Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld... Ja, kann ich mir schon vorstellen. Kann ich mir schon vorstellen. Wie gesagt, wir gelten ja als IT eigentlich auch kritisch. Nur, dass die das bei uns auf der Arbeit intern, nicht... Ne? Ja, sicher, klar. Aber das sehen die ja bei uns auch nicht so. Ja, aber das ist intern. Also wir sind... Ich weiß, aber ich meine, das sieht trotzdem dann nicht jeder so. Das meine ich damit. Wie gesagt, wir werden intern auch nicht wirklich als kritisch gesehen, weil wenn es nach unserem Verwaltungsleiter gegangen wäre, wären wir jeden Tag angetanzt. Erst als wir gesagt haben, wir machen da einen Plan, was ist, wenn was vor Ort ist, hieß es dann, ja, okay, dann. Ja, klar, ich meine, ist ja legitim zu sagen, okay, wir schauen uns mal an, was denn überhaupt an Sachen da ist, die irgendwie vor Ort anfallen, ne? Ja. Ja gut, wenn es nach unserem Vorgesetzten gegangen wäre, hätten wir ja diese Präsenztage gehabt. Ja. Aber wenn man dann feststellen muss, es gibt eigentlich keine wirklichen Sachen, wo es notwendig ist. Ja, das ist das halt. Also außer in Extremfällen, ne? Ja. Ist es ja schon gut, wenn man dann sagen kann, okay, dann lässt man die Leute zu Hause. Ja, ich bin ja auch froh, dass wir tatsächlich bei uns schon an dieser Homeoffice-Lösung gearbeitet haben. Ja, das mit dem iPad hast du ja letztens bei mir im Stream schon erzählt, David, aber da ist halt die Frage, kriegen die komplett bezahlt? Das glaube ich nämlich nicht. Die werden nämlich mit Sicherheit nur teilweise zu den günstigen Konditionen weitergegeben. Ich glaube nicht, dass die komplett übernommen bekommen, oder? Da wirst du ja zumindest noch so einen Kostenbeitrag zu leisten müssen, also schon noch einen Teil selbst bezahlen. Das wird ja nicht alles komplett übernommen werden. Und die andere Frage ist, will ich ein iPad haben?
Naja, für die Schule. Die kriegen das komplett übernommen. Hm. Also ich kenne das so, dass... Ich würde auch gerne ein iPad haben wollen. Also das ist mir viel zu unflexibel, da würde ich doch kein Geld für ausgeben. Ja, das kommt noch dazu. Also da würde ich tatsächlich im Unterricht auch ein Notebook bevorzugen anstelle eines iPads. Ja. Okay, das ist sehr, sehr nobel. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen. iPads, iPads! Versuchst du sie gerade an den Mann zu bringen? Naja. Hat sich noch keiner gemeldet. Marktschreier. MacBook, bäh. Wer will denn sowas? Naja, genau, diese ganze Apple-Kacke. Wenn ja, das flexibel sein. Kann man so direkt nicht sagen. Die MacBooks sind schon cool, aber das brauchst du nicht für die Schule, ganz ehrlich. Ja, aber das brauchst du doch nicht für die Schule. Da reicht doch ein vernünftiges Windows-Notebook. Die sind doch viel, viel flexibler und besser dafür einzusetzen. Und da brauchst du doch kein MacBook, brauchst du, wenn du Videoschnitt machst oder so. Dafür sind die Dinger cool. Aber ansonsten brauchst du das nicht. Wir schmeißen die bei uns gerade massenweise weg. Tesi hat für ein bisschen Aufsehen beim Arzt gesorgt. Ja, aber ohne Scheiß, ne, da wurdest du hier bei uns auch teilweise blöd angeguckt, als ich unterwegs war. Ich hatte ja noch so von der Erkrankung davor, von der Erkrankung davor hatte ich ja noch so ein bisschen diesen trockenen Resthusten, was ja sowieso in die Richtung klingt. Und also diesen Hustenreiz ab und zu. Und dann, wenn du dann auf der Straße unterwegs bist und die Leute wechseln dann die Straßenseite, dann hast du dich auch schon gefragt, okay, da hast du dir auch erstmal gedacht, mein Gott. Sagen? Ich habe ja auch immer schon mal Hustenreiz. Ja, genau. Ja, es ist ja auch dann gut, wenn lieber Vorsorge als dann anschließend das große Erwachen damit zu haben, dass sie dich dann da isoliert haben, finde ich also insofern auch vollkommen in Ordnung. Ja. So soll's sein. Ist auch. Wenn ich andere Ärzte höre, wo sich Leute hingesetzt haben, die auch noch Kontakt zu Corona-Fällen hatten, die dann gesagt haben, nein, sie haben das nicht und nein, ich lasse sie nicht testen und die dann nicht mal in die Abstrichzentren überweisen wollten und so, da ist das Vorgehen doch viel, viel besser gewesen. Im Übrigen, wenn ich so einen Hausarzt hätte, der das so gemacht hätte, dann hätte ich, glaube ich, gewechselt danach. Also insofern finde ich das Vorgehen bei dir besser. Ja, das wirst du hier auch öfter gehabt haben, David, mit den Hamsterkauf-Beschuldigungen. Wir haben das auch im Lidl gemacht, bevor das Ganze losging. Und da habe ich auch schon gedacht, wenn wir das jetzt ein paar Tage später gemacht hätten, dann hättest du solche Anschuldigungen auch gehört. Wir haben ganz normal für 14 Tage eingekauft. Machen wir immer so. MacBooks sind cool, aber viel zu überteuert. Ja, für die Hardware, die drin ist, sind die halt gut, aber sie sind zu teuer und mittlerweile kannst du mit einem Windows-Notebook, mit einem neuen Ryzen-Prozessor, kannst du mindestens genauso viel Leistung in günstige Notebooks packen. Daher finde ich MacBooks jetzt eigentlich quasi nicht mehr aktuell, also brauchst du nicht mehr. Solange die weiter mit den relativ schlechten, schwachen Intel-Prozessoren arbeiten, ist das meiner Meinung nach jetzt uninteressant. Sorry, Daniel. Ich glaube, auch für unter 2000 Euro bekommst du einen Gaming-PC. Das sieht gut aus, von der Richtung her. Ja, du kriegst durchaus für knapp 700 bis 800 Euro kriegst du gute Gaming-PCs. Hab da sogar die Tage jemanden auf Twitter geholfen und dem für 850 Euro ein System vorgeschlagen, was mehr als gut fürs Zocken war. Ja, siehst du, tut's doch. Also 2000 Euro braucht man mittlerweile nicht mehr. Da hatte ihn, den Typen, dem ich da geholfen habe, dem hatte auch direkt einer drunter geschrieben, ja, also 1000er musst du mindestens ausgeben. Und ich habe dem halt direkt geschrieben, hier, was hast du denn für ein Budget? Und wie gesagt, 8,50, glaube ich. Frage, knapp. Was willst du, ne? Ja, der wollte halt einen Rechner zum Streamen und Zocken. Und das geht mit der Kiste. Ich habe da einen neuen Shop entdeckt, wo du Fertigsysteme günstig kaufen kannst. Ah, ja, okay. Hardwarerat.de. Das ist ein YouTuber, der das auch schon seit Ewigkeiten macht und der hat gute Fertigsysteme und der sucht halt nur die Komponenten raus, die er günstig anbieten kann und dadurch macht er halt extrem gute Fertigrechner.
Es war halt erstmal komisch, weil ja noch am Telefon hieß, ja, wäre okay, ich könnte kommen. Naja, aber Notebooks, da habe ich auch lange mit Tobias drüber geredet. Gaming-Notebooks ist eigentlich nichts. Nee. Ich leite direkt zu Tobias über, der kann dir direkt da was zu erzählen. Das Problem bei Notebooks ist, dass du nichts aufrüsten kannst. Ich meine, jetzt gibt es mittlerweile Notebooks, da kannst du dir eine externe Grafikkarte nebenpacken. Aber ist dann die Frage, möchtest du jedes Mal eine Grafikkarte in einem riesen Kasten mitnehmen? Dann kannst du auch direkt einen Rechner mitschleppen. Ja, die Sache der Kühlung halt einfach, ne? Das kommt dann im Alter meistens dazu, ja. Das war die Lüftung. Nehardwarerat.de, also so wie der Ratschlag, Hardwarerat. Das ist ein kleiner Shop oder verhältnismäßig kleiner Shop, der nur die günstigsten Teile sich so raussucht, die gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, und der macht extrem gute Fertig-PCs. Da komme ich mit selbst zusammengestellt komme ich da nicht gegen an tatsächlich, und das ist selten. Normalerweise komme ich da immer gut gegen an, aber bei dem nicht. Der hatte da einen Ryzen 7 2700X, glaube ich, drin, oder 2700er, also einen 8-Kerner. 16 GB Arbeitsspeicher, NVMe SSD, ich glaube 500 GB oder so. Ne, eine normale SATA SSD, eine Terabyte Festplatte, eine GTX 1660 Ti, glaube ich, also auch nicht schlecht. Und ja. Warum wäre ein Gaming-Notebook für dich praktischer? Ja, das frage ich mich auch. Weil du unterwegs bist damit, oder? Sagt das. Ich muss sagen, also grundsätzlich, ich habe das, wo im Moment der Bot draufläuft, der Chatbot, das ist auch mein Gaming-Notebook, was ich mir mal vor einigen Jahren geholt habe, was auch grundsätzlich eigentlich ziemlich gute Dienste geleistet hat. Stimmt, die Geschichte, dass du das dann leichter mit zu deinem Vater machen kannst. Aber ja. David, da gebe ich zu bedenken, dann bau dir doch eher einen kleinen Cube-PC oder sowas, da bist du flexibler mit, und dann besorgst du dir einen billigen 60 Hertz Monitor einfach dazu, den du bei deinem Vater lässt. Da bist du bedeutend billiger, dann schleppst du den Rechner jedes Mal mit, vielleicht noch Tastatur, Maus, das ist nicht so unkompliziert, also nicht so mega kompliziert, so meine ich. Und bei dem Notebook hast du einfach das Problem, die Hardware, ja, ich weiß, die Hardware ist innerhalb kürzester Zeit ist die out of date, weil eigentlich schon, wenn du es kaufst, ist sie veraltet. Das ist bei Notebooks immer noch so. Es ist kein Platz dafür, das da zu lassen, oder du hast auch keinen Platz dafür, einen normalen Rechner irgendwie hinzustellen, weil sonst würde ich halt auch lieber den Rechner, du bist ja dann nicht jede Woche wieder zurück und wieder hin, sondern du bist dann einmal da und ja, eben, das kriegst du doch kompakt gut, hin. Ne? So ein Monitor ist ja nicht so riesig, und den Rechner selbst, da gibt es kleine Gehäuse. Da brauchst du ja auch Platz, ne? Ja. Also ist ja jetzt auch nicht dann damit getan. Klar, den kannst du auch auf den Tisch stellen, aber ob du dann noch ein bisschen was unterm Tisch an Platz hast, das ist ja. Ja gut, den Rechner kannst du auch auf den Tisch stellen. Muss ja auch nicht drunter stellen, zwangsweise. Mein Arzt hatte ja extra Sprechstunden. Kabel für WLAN ist aber auch irgendwie, das macht keinen Sinn. Kabel du, für WLAN? Du kannst auch eine WLAN-Karte in den Rechner einbauen. Oder einen WLAN-Stick benutzen. Aber er hat ja kein Kabel für das WLAN. Ja, dann nimmst du WLAN. Aber WLAN ist doch kabellos. Er hat doch gerade LAN-Kabel geschrieben. So. Aber wenn du WLAN hast, gibt WLAN-Sticks, WLAN-Karten. Ich glaube, das ist eine andere Insel, kann das sein? Ja, dann hast du vielleicht gerade eben gesagt, dass... Doch, das ist also die Insel. Doch, doch. Echt? Ja. Ist die nur so, scheint die so klein? Ich denke. Okay. Wenn jemand ebenso dumm haben sollten, eigentlich da kommen. Ach so. Ja gut, okay, das weiß man ja nicht. Lass mich doch auf dumm machen. Ja, aber wenn ein Gaming-Notebook nimmt auch Platz weg, David. Also das ist auch ein Argument, das kann ich nicht so ganz voll nachvollziehen. Das verstehe ich nicht so ganz, weil das Gaming-Notebook ist auch brockig und braucht Platz. So, hier müsste... eigentlich ein Schatz sein.
Ja, einen habe ich. Ja, ich habe den anderen. Also den zweiten. Das ist ja gleich frei gewesen, ne? Ja. Hast du eben schon mal gesagt. Wie Daniel schon sagt, wir haben auch so... Boah, was bist du denn für ein Typ, ey? Klappt das? Ja, ja. Der hatte sich im Gebüsch versteckt. Also die Laptops waren halt damals echt nicht schlecht, aber haben ja auch nicht wenig gekostet. Was ist denn diese blöde Schlange? So, sonst noch mehr. Genau, die haben nicht wenig gekostet und mit der Notebook-Tastatur zockst du nicht gerne. Also wenn du eine vernünftige Tastatur zu Hause hast. Ich habe immer schon eine Maus mir angeschlossen und wenn es nur eine kleine war und die Tastatur finde ich immer grausig. Also, ja. Es gibt mittlerweile Gaming-Notebooks mit mechanischer Tastatur, die sind brauchbar, aber... Nee, also... Ich weiß nicht. Nee, das macht keinen Spaß. Und die Monitore, da musst du auch teure Notebooks nehmen, um da überhaupt halbwegs vernünftige Monitore für zu haben dann. Sonst ist das auch nicht so, macht das auch nicht so viel Spaß. Ah, ich habe die nächste Truhe gefunden. Warum der 2500 Euro kostet, die müssen das ja alles auf kleinem Raum unterbringen. Und so, ne? Ja genau, und ein 2500 Euro Gaming Notebook ist von der Leistung her nicht so gut wie ein 1000 Euro PC. Das kann ich dir also definitiv bestätigen. Da musst du dir die Prozessoren mal gut angucken. Also insofern, also so viel Geld ja eher mal nicht hast, wäre es dann wahrscheinlich wirklich sinnvoller, in einen vernünftigen Fest-PC zu installieren, wo du dann mit Sicherheit irgendwo für die Zeit, die du bei deinem Vater bist, dann auch eine Lösung findest, was Platz angeht und zur Not dann eben, ich weiß jetzt nicht, also Netzwerkkabel, da WLAN-Karte in der Zeit dann dahin zu legen. WLAN-Karte, das tut's. Ja, oder halt ein Netzwerkkabel, was du dann zeitweise dahin legst. Also ja. Ich denke, das wird nicht das Problem oder sollte ja nicht das Problem sein. Am Telefon meinten sie ja, dass ich kommen kann. Fragten wohl, ob ich morgen kommen könnte. Meinte ich, brauchte aber heute dann eine Krankmeldung und habe hier was ins Telefon gehustet. Ja gut, wie gesagt, die wissen schon, was sie tun. Und ist ja dann gut gelaufen, wenn du direkt da quasi separat gesetzt wurdest. So ist da vorne sogar direkt... Ich glaube, da vorne ist direkt was, wo wir wieder abgeben können, wenn wir wollen. Schnitterversteck, Fools Lagoon. Ja, die Insel hier gerade aussieht so aus, meine ich. Shipwreck Bay. Okay, nee, das ist dann nichts. Weil das so beleuchtet ist, dachte ich. Ja, ich glaube. Ja, wofür 2500? Wie gesagt, die Notebooks. Der Tesia habe ich hier eins rausgesucht, das war vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt noch fair. Ne, aber da ging es auch nicht darum, die größte Spiele-Performance zu haben. Du hast da andere Ansprüche, David, und da kann ich nur abraten davon. Ich meine, nachdem du mir jetzt da... wo müssen wir hin? Ja, warte, ich wieder nach... Süden. Süden zurück. Nachdem du mir da gezeigt hast, was du da alles machen musst, damit DBD bei dir vernünftig läuft und so weiter. Achso, ja, okay. Bis gleich. Ja, der David hat nämlich mit mir zusammen seine Config gehackt. Okay. Damit DBD besser läuft. Und da war so viel zu machen, damit es vernünftig läuft, oder? Ja, ging sich halt so ein paar Sachen wie das V-Sync auszustellen, was du bei DBD im Menü nicht kannst, weil die einfach schlecht programmieren. Ach so. Ah ja, Tesia, wie gesagt, ich hoffe, dass du dann trotzdem auf dem Weg der Genesung bist und nicht nochmal eine Woche ausfällst oder so. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nicht so schlecht bei dem, was im Moment... wo ist dann im Moment rum? Ja gut, solange du kein Fieber dabei hast, ist es ja in der Regel auch kein Corona. Insofern wird Grippe ja dann schon in Ordnung gewesen sein, solange das Fieber jetzt nicht so mega hoch war. Puh.
Who knows, aber... Ja doch, du hattest Fieber, ne? Ja doch, ich erinnere mich, du hast den einen Tag geschrieben, du hattest Fieber. Ja, wie gesagt, solange du jetzt auf dem Weg der Genesung bist, ist doch alles gut. Selbst wenn du es hattest, ist ja okay. BB, David. Ja, BB. Ich könnte mal wieder Musik anmachen, ne? Ich hatte die eben ausgemacht, weil sich das überschnitten hat. Ja, ja, okay. Ja, dann. Und dann da vorne liegt wieder ein Schiff. Oh. Das könnte sogar das Schiff von eben sein, oder? Das kann sein, ja. Ich würde sagen, so im Bereich 1300 Euro, ja. 1000 bis 1300 Euro kriegst du Notebooks, wo das ganz gut mit machbar ist. Ich meine, in dem Bereich lag deins auch, Thesia, oder? Vom Preisfaktor her war das nicht auch so im Bereich 1000 bis 1300? Ne, du hattest kein Fieber. Ja, okay. Dann, wie gesagt, dann das gehört ja, ist ja quasi Begleiterscheinung. Oder wie teuer war das Notebook noch bei dir? Ich meine, das war doch so im Bereich 1300 Euro oder so, ne? Haben die nicht direkt beim Arzt Fieber gemessen? Das machen die doch jetzt im Moment alles. 1500. Genau, aber es gab es noch in der Variante kleiner. Du wolltest ja die größere Variante mit dem 17 Zoll Display haben. In der 15 Zoller oder kleineren Variante wäre das im Bereich 1300 Euro gewesen. Das ist aber für ein preis-leistungsmäßig vernünftiges Gaming-Notebook. Da soll dann sogar sowas wie Red Dead Redemption drauflaufen. Das war da sogar mit dabei als Key. Ach, okay, cool. Aber das kommt nicht an den Desktop dran. Das kommt trotzdem nicht an den Desktop dran, aber das war preis-leistungsmäßig das Beste, was man rausholen konnte. Ja, der wird dann entweder gebraucht einen Rechner irgendwie aufrüsten. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn du ein kleines Cube-Gehäuse hast, dann kriegst du das auch mit zu deinem Vater notfalls. Das nimmt nicht so viel Platz weg und der Monitor auch nicht. Genau, die Thesia ist zufrieden damit, ja. Das hatte ich doch gehofft, als ich das rausgesucht habe. Da habe ich auch lange geguckt. Damit ich da auch bloß keinen Scheiß andrehe. Hier rechts, die mit dem großen Hügel drauf. Das ist die? Ja. Was? Du hast Red Dead Redemption 2 noch nicht darauf getestet? Na gut, wenn es nicht dein Spiel ist. Ja, gut. Also wenn du den Key nicht brauchst. Ich nehme dir den Key gerne ab. Ich hätte den sonst auch genommen, aber ja, ich habe ja jetzt genug sagen, Spiele erstmal. Ja, ich habe eben noch gesagt, ich habe hier von Andy hat mir gestern noch Death Stranding mitgegeben. Oh Gott. Warte doch auf die PC-Version und spiel's vernünftig. Man sieht keine Kategorie bei mir. Was macht der denn jetzt? Eigentlich habe ich eine angegeben. So, jetzt aber. Red Dead Redemption 2 auf deinem Rechner wird keinen Spaß machen, David. Definitiv nicht. Ja, wie gesagt, Death Stranding, das wollte ich auf dem PC zocken. Das würde ich, also mein Fall wäre es jetzt nicht, das auf der PlayStation zu zocken, wo das in 2 Monaten oder so oder 3 Monaten auf dem PC rauskommt. Ja, er hat es ja eh gehabt insofern. Hat das mir mal mitgegeben. Ich habe schon gesagt, ich muss mal gucken. Ich habe ja eigentlich noch genug zum Zocken. Und jetzt im nächsten Jahr noch Red Dead Redemption 2, ne? Ja, bei mir steht ja dann jetzt erstmal Doom Eternal an. Und Animal Crossing natürlich, aber da weiß ich noch nicht, ob ich das streame. An Doom Eternal. an Doom Eternal, das wird dauern, ja. Das wird eine, ja, Ewigkeit dauern. Ja. Eternal. Na, also Red Dead Redemption 2 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Selbst GTA 5 könnte... Oh Gott. Ja, ja. Ja, wir kommen aber noch dran. Wir wären dran vorbeigekommen. Ja, knapp. Ich hätte ganz minimal früher... Naja, so stehen wir auf jeden Fall schon mal trocken. Das macht aber doch mit Sicherheit auf deinem Rechner keinen Spaß, also... Achso, willst du noch weiterfahren? Wieso? Nö, nee, weil er sich gerade noch ein Stück bewegt hat. Aber gut. Ja, wahrscheinlich, weil er wieder von der Sandbank runter, also vom Strand runter gerutscht ist.
So, haben wir ah, sie hat es installiert, aber noch nicht getestet, Daniel. Leider ist dein Key weg. Mein Key ist weg. Was hast du mit meinem Key gemacht? Auf sehr hoch. Oh, aber da ist die View Distance doch mit Sicherheit relativ niedrig eingestellt, oder? Okay, also ich glaube, da unten müsste jetzt eigentlich alles dicht sein. Wir müssen dann höchstens nochmal gucken, wenn wir wieder ablegen. Sollte vielleicht einer nochmal gucken. Also das soll jetzt nicht blöd klingen, aber GTA 5 fand ich sehr hardwarehungrig. Und Red Dead Redemption ist das mit Sicherheit dann auch. Ach, da vorne ist noch ein Loch. Hier hast du eins vergessen. Echt? Ja, warte, Holzfass. Hast du? Ich mach jetzt, ja. Hier vorne läuft's rein. Ja, ich bin eben extra nochmal rumgegangen. Naja. Das kommt ja auch auf andere Sachen an, ne? Da sind ja viel, viel, viel mehr Einstellungen drin, wie, ich sag ja, View Distance, also Sichtweite und sowas. Das macht ja viel, viel mehr aus. Aber wie gesagt, wenn du da zufrieden bist, ist doch alles in Butter, dann kommt hier noch irgendwo was rein. Ja, ne? Na, ich hatte, glaube ich, gerade versehentlich hingeschüttet. Obwohl, das ist immer noch, ne? Ich gehe mal von außen gucken. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob man das sehen würde. So, jetzt ist gerade kein Wasser. Ja. Na, jetzt also kommt nichts mehr. Von außen sehe ich jetzt auch so nichts. Ja, dann ist doch gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich empfand es sehr hardwarehungrig. Aber gut, ich habe dabei auch noch aufgenommen. Da ist das ja eh nochmal was anderes. Aber wie gesagt, wenn das ja bei dir gut läuft, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Red Dead Redemption hat schon bedeutend höhere Anforderungen, glaube ich. Zumindest wahrscheinlich, wenn man es richtig vernünftig aussehend haben will. Ne? Ja, das denke ich. Ist ja immer so die Sache. Also wenn das ziemlich hässlich haben willst, dann kannst du wahrscheinlich ziemlich jedes Spiel spielen. Aber ja. Wenn es auch nach ein bisschen was aussehen soll und du auch Spaß dran haben willst und nicht nur irgendwie die Pixel da rumlaufen sehen also willst. Also Red Dead Redemption ist ja schon bedeutend länger. Oh, das ist ein nettes Angebot. An wen von uns beiden richtet sich das, Thesia? Sie schrieb, wenn ich spielen möchte, dann gibt sie mir die Daten von Rockstar. Ist jetzt die Frage, ob sie dich meint oder mich. Oh, falsche Richtung. Ich bin in die falsche Richtung gesprungen. An mich natürlich, ja, sehr lieb. Das ist gut zu wissen. Daniel, ich glaube, ich mache nächste Woche Red Dead Redemption 2. Hast du das schon gehört? Oh, Red Dead Redemption. Ja. Es wurde mir gespendet. Ja. Geliehen, meinst du? Ja, genau, ausgeliehen. Ich komme vielleicht mal wirklich darauf zurück, Thesia. Vielen Dank auf jeden Fall für das Angebot. Komme ich bei Gelegenheit vielleicht mal drauf zurück. Aber ich habe jetzt erstmal ab Freitag mit Doom Eternal genug zu tun, tatsächlich. Das wird noch Zeit fressen und ich habe natürlich auch Animal Crossing, das kommt. Wo ich nicht weiß, ob ich streame, aber könnte ich theoretisch auch. Oh, danke, David, du würdest mir mehr gönnen. Ja, ich hab's auch gerade gelesen. Genau, der Daniel hat doch genug. Braucht das doch gar nicht. Das ist es wahrscheinlich nicht, was ihn dazu verleitet. Ich muss auch, da fällt gerade ein, ich muss auch mal bei Keymailer gucken. Da habe ich noch einen Key offen. Wo ich noch nicht ab- oder angenommen habe. Ich hatte dir ja geschrieben, dass mir da jemand da diesen Wheat Farm Simulator zum Testen. Also Wheat Farm ist ein blöder Name eigentlich für das Ding, weil das hat mit Wheat in der Form nichts zu tun, sondern geht sich um Weizen tatsächlich. Aber den Key habe ich noch ausstehend. Während du nicht da warst, bin ich die... Ja, wir haben uns auch lange gut unterhalten und du hast dich tatsächlich mit meiner Frau gut im Chat unterhalten letztes Mal, ne? David. Ja, ja. So schnell geht's. Oh Gott, ey, jetzt muss ich hier wieder suchen. Die da gerade Zeldas Schlaflied singen. Ach, ich möchte auch so gern wieder Zelda spielen. Ja, genau, über Rain. Da hat meine Frau auch danach, als ich ins Bett gekommen bin, noch positiv drüber geredet. Was für nette Zuschauer ich im Chat habe.
Wie schade sie es fand, dass du dann auf einmal halt ins Bett gegangen bist. Oh Gott, wo ist das denn? Findest's nicht. Und jetzt gerade nicht. Markierung erstmal weg. Sind ja nur so zwei. Ja, hallo David. Ja genau, und über Shadowhunters, richtig. Ja, wie gesagt, meine Frau war sehr positiv davon angetan. Die wäre wahrscheinlich jetzt auch wieder sofort hier im Chat gewesen, um zu gucken, ob du da bist. Wenn die nicht gerade eine Freundin da hätte, die ich gleich noch nach Hause fahren muss. Ah ja, geht. Ist ja nicht so weit. Also ich finde es jetzt gerade nicht. Willst du mal gucken? Ja, warte. Mein Gott, das ist gerade mit der Sonneneinstrahlung aber auch blöd zu sehen, ja, das. Warte mal. Ah, ich glaube, ich habe sie. Upp. Warte. Ja, ich habe sie. Ach, die ist auch gar nicht so weit. Ost, Südost. Das ist aber lieb von dir, David. Sehr lieb. Also sonst muss man sich schon Sorgen machen. Nee, die Chatter wollen wir uns ja nicht gegenseitig klauen hier, ne? So, Süd, Südost. Nee. Süd, Ost, Ost, Südost. Ja. Ach, auf Zelda hätte ich auch Bock. Ich muss sagen, jetzt wäre so der geile Zeitpunkt, wo Zelda... Oh. Das ist immer schön, Thesia, wenn man Handherz benutzt. Zelda hätte ich tatsächlich auch nochmal richtig Bock, wenn die jetzt langsam mal mit einem Release... Oh Gott, oh Gott. Aber wir sind aber dran vorbeigekommen, das sah knapp aus. So. Die Sandbank. Ocarina of Time oder Majora's Mask hätte ich halt gerne irgendwie als Remaster auf der Switch, um ehrlich zu sein. Also die könnte ich nur noch auf dem 3DS spielen und meinen Capture 3DS, den ich hatte, habe ich halt verkauft. Als mein Sohn unterwegs war. Prinzipiell hätte ich da auch nochmal Lust drauf, aber da wäre halt cool, wenn da mal ein Remaster käme. Aber da sind halt auch die Erwartungen extrem hoch, ne? Da können wir jemanden bannen hier, ne? Mhm. Ach, da ist gerade jemanden. Achso, ich sehe es gerade. Soll ich? Kannst du? Ich dann war sonst. Fahren? Ja, kann. Mach mal. Oh, das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, Thesia. Ja, vielen Dank. So. Dann ist der nämlich weg. Dafür sind wir doch Mods. Ja, ich war jetzt nicht schnell genug. Der Button ist ja eigentlich direkt da, aber ich war jetzt gerade nicht schnell genug. Ich glaube, das bezahlte Abo verlängert sich automatisch. Das Prime-Abo muss man selber verlängern. Yep. Ja, da hast du die Bestätigung. Also dann müsstest du, wenn du mich weiter abonnieren möchtest, müsstest du natürlich nichts tun. Und vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Der hatte so ein Follow-Bot, dass du da quasi kaufen kannst, damit du irgendwelche bezahlten Follower kriegst. Na genau, sowas gehört hier nicht hin. Sowas, oh Gott, wo fahren wir denn hin? Warum sind wir denn jetzt so, bin ich so abgelenkt gewesen gerade? Offensichtlich. Der Wellengang ist sehr krass gerade. Hat es uns sehr zerrissen. Das wird sein. Echt? Meine Cam ist besser? Es sind, wie gesagt, eigentlich dieselben Linsen drin. Meine ist sogar bedeutend billiger als die, die Daniel hat. Jetzt sind wir auf Kurs. Die ist schärfer. Ja, es kann sein. Dann ist die Software von Logitech einfach nicht so gut. Ich meine so... Mit dem Abo-Symbol, das kenne ich. Das hattest du auch, ne? Ja.
Es kann jetzt natürlich sein, weil ich kein 2-Monats-Abo-Symbol habe, dass sie das deswegen verhauen, aber eigentlich doch nicht, oder? Ich hätte jetzt auch gesagt, dass so lange dann immer noch das Next runtergelegen ist. Genau, Daniel sagt schon gar nichts wegen der Cam. Naja, also grundsätzlich bin ich mit der Cam recht zufrieden. Gibt mit Sicherheit Besseres, aber ansonsten gibt's auch wesentlich Schlimmeres und insofern. Also es kann auch sein, Thesia, dass es ein Bug ist, sonst müsste ich einfach mal noch ein Abo-Symbol hinzufügen, wenn es daran liegt, dass es da mittlerweile halt noch ein 2-monatiges gibt. Auf der anderen Seite, Gronkh hat beispielsweise nur eins im 1-Monats-Slot. Und das haben auch alle. Es kann sein, dass das gerade ein Bug ist. Hab ich dich gekränkt? Was? Nein. Ich überleg gerade, was mein Lieblingsteil Legend of Zelda ist, aber das ist schwierig zu sagen. Ich fand die eigentlich alle gut. Ich muss sagen, so die letzte Zeit, der Teil, der mich natürlich am längsten beschäftigt hat, war Breath of the Wild auf der Switch. Die habe ich mir dafür sogar extra zum Launch gekauft, obwohl ich es eigentlich nicht vorhatte. Die Switch-Version, ja genau. Nee, eigentlich nicht. Wenn du es aussetzt, dann wird das trotzdem anschließend nochmal verlängert. Ansonsten ist so der Lieblingsteil von mir eigentlich gewesen Twilight Princess. Legend of Zelda Twilight Princess. Links. Aber wir müssen hier um den Hügel. Ja, genau, deswegen war ich da so ein bisschen in die andere Richtung. Ja. Twilight Princess ist, glaube ich, so insgesamt mein Lieblingsteil, aber das liegt daran, den habe ich mir damals mit der Wii zusammengeholt und das war halt so mega cool mit der Bewegungssteuerung, fand ich damals. Skyward Sword war so gar nicht mein Fall dann, aber bei dem Spiel fand ich es noch cool. Also wenn du das, bleibt das einfach bei einem Abonnent, wenn ich es aussetze, ist es weg. Wenn du aussetzt einen Monat, kriegst du, glaube ich, trotzdem, wenn du dann wieder abonnierst, das mit angerechnet, dass du schon so und so viele Monate abonnierst. Das steckt sich trotzdem weiter hoch. Ja, genau. Du hast nur halt in der Zwischenzeit dann eben nicht das Abo-Emote, weil du halt kein aktiver Abonnent bist. Ja. Ja, da geradeaus, ne? Ja, ich glaube schon. Links. Das denn da ein Wasser? Leck. Ja, Breath of the Wild fand ich auch cool. Da hatte ich auch mal immer überlegt, ob ich das mal stream, aber na, das ist halt so langatmig und so. Und da warte ich so ein bisschen. Oh Gott, ist das da vorne ein Hai? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach irgendwas, ne? Es ist, glaube ich, was untergegangen ist. Lass uns das mal angucken. Ja, genau. Ab dem 20. kann ich Animal Crossing auf der Switch spielen und ich hab's tatsächlich auch schon vorbestellt und runtergeladen. Genau wie Doom Eternal halt ab dem 20. kommt, aber streamen tue ich Doom Eternal. Ich glaube, Animal Crossing wird eher so für abends im Bett. Das ist das Wrack der vierte Dragon. Bist du jetzt gerade da runtergetaucht? Ja. Nee, genau. Solange du die Abo-Emotes noch nutzen kannst, dürfte das Abo auch noch aktiv sein. Sonst musst du das erst aktiv über die Kanalpunkte freischalten, glaube ich. Da du das ja eben benutzt hast, dürfte das ja noch passen. Funktioniert eigentlich mein Command hier mit den Chat-Emotes? Ja, oh, schön. Ja, und ruhig, ich bin vielleicht einfach ein bisschen müde und im Moment passiert so viel. Wobei ich auch sehr gerädert bin, muss ich sagen, vom heutigen Tag. So viel hatte ich schon lange nicht mehr zu tun wie heute. Jetzt könnte man böse sagen, du hast ja nie zu tun, aber der Toilettentieftaucher. Bist du gerade echt da immer noch im Wrack am Tauchen? Ach, da vorne bist du. Ja, ich musste eben schon einmal hoch. Also irgendwas habe ich hier auf jeden Fall drin gefunden in der Kapitänskajüte. Ich bringe das mal hoch. Ja, aber je nachdem kommt. Kannst du auch mal runtertauchen gehen. Kann ich machen, ja. Bevor es zu dunkel wird. Aber demnächst kommen vielleicht dann auch noch irgendwie andere Emotes. Ich muss mal gucken.
Tesia. Weil die Zeichnerin, die hört erstmal auf. Das heißt, eventuell, wenn ich nochmal mehr bräuchte oder so, müsste ich ihr nochmal wen anders dann gucken. Dann gibt es auch andere Emotes. Ach, bist du jetzt bei DBD angelangt mittlerweile, weil die anderen Spiele nicht funktionieren? Ja. Man muss halt Alternativen haben, ne? Nee, bei VIP darfst du die nicht nutzen, die Emotes. Und du kannst sie höchstens freischalten mit... Per Kanalpunkte. Ja, genau. Nee, als VIP hast du nur diesen Diamanten davor quasi. Und bist gesondert halt aufgelistet im Chat. Das fällt mir eigentlich auch ein, dass ich... Was ist das eigentlich? Diese Dingensliste hier müsste ich mir mal öffnen. Achso, ich komme mal zurück zum Schiff. Ja, Belohnungswarteschlange, genau. Die habe ich nämlich, das ist nämlich doof. Die muss man nämlich immer separat aufmachen. Ich bin auch ein Diamant, von daher. Das... Was war das? Von was wurde ich denn da jetzt getroffen? Ich komme halt schnell hoch. Irgendwas hat mich gerade angegriffen. Ja, irgendwie kam ein Hai. Komisch. Da ist ein Hai. Aber ein normaler. Okay. Ja, also es kann sein, dass sich das dann automatisch verlängert hat. Wie gesagt, normalerweise sollte das auch. Ist das denn schon abgelaufen gewesen? Also Prime Sub verlängert sich nicht automatisch. Ja, aber das war kein Prime Sub, das war ein normaler. Achso. Müsste ich tatsächlich mal in meine schlaue Liste gucken. Ich habe auf meinem OneDrive eine schlaue Liste dafür, Tesia. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sowieso erst in den nächsten Tagen sich verlängert. Das kannst du doch unter Abo nachgucken, wie lange das noch läuft. Ja eben, weil ich habe noch nichts angezeigt bekommen, dass du deinen Sub verlängert hast. Du meinst, Tesia kann das nachgucken, oder was? Ja, ja, genau. Kannst doch bei unter Abos, kannst du doch nachgucken, wie lange die noch laufen. Ja, ich kann, wie gesagt, auch mal kurz aufs OneDrive gleich gucken, weil, wie gesagt, da habe ich eh eine schlaue Abonnentin. Upp. Ach, sind wir schon da? Hm. Mach mal nebenher die Liste hier gerade auf. Sub-Anniversaries. Ich habe mir das nämlich extra in eine Liste gepackt. So, Tesia, morgen ist dein Abo-Verlängerung. Du hast am 18. Februar um 21.34 Uhr abonniert. Das heißt, morgen um 21.34 Uhr ist dann auch deine Abo-Verlängerung. Ha. Das erklärt's dann. Dann kann ich auch das gerne sagen. Oh ja, jetzt haben wir wieder Pokémon. Ja, ich habe gerade einen Meerjungfrau-Diamant oder so Saphir oder sowas hier geborgen. Achso, noch einen? Ja, da waren zwei. Ja, weil einen hatte ich eben schon aus dem Schiff geholt. Ja, habe ich gesehen. So, da waren so, noch mehrere haben Sachen, wir oder? Schon mal. Nee, das ist ja schon berechtigt im Prinzip, ne? Also, ich kann das schon verstehen. Tesia. Das ist schon okay, aber wie gesagt, ab morgen dann. Morgen gibt es ja dann eine Stunde Monster Hunter World und danach wahrscheinlich dann noch Doom. Außer meine leise Hoffnung erfüllt sich, dass Doom Eternal schon morgen freigeschaltet wird, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch passiert. Auch wenn einige das gefordert hatten, weil es halt schon in den Läden steht. Aber was die Leute fordern, was umgesetzt wird, sind ja immer zwei Paar Schuhe. Das ist halt kacke, ne? Die haben jetzt aufgerufen auf Twitter, dass die Leute das nicht streamen sollen und keine Videos veröffentlichen sollen, weil die das schon alle haben. Und dann auch einige Sachen hier... Wer hat das aufgerufen? Bethesda, der Publisher. Achso.
dass die wüssten, dass viele das jetzt schon haben, das Spiel, weil einige Händler das aus Angst vor den Ladenschließungen jetzt schon verkaufen, aber dass halt das Spiel erst offiziell am Freitag rauskommt und weil es halt für die Digitalkäufer noch nicht verfügbar steht oder für die Steam-Leute noch nicht benutzbar ist, dass man doch bitte einfach Rücksicht nehmen soll und es nicht zeigen soll. Tja. Da haben auch einige gesagt, warum macht ihr dann keinen Day-One-Patch, der es unspielbar macht für jetzt, für die Konsolenleute? Mhm. Oder alternativ, warum eine Flaschenpost? Ist es nicht einfach doch schon früher digital? Genau, warum schaltet ihr es nicht einfach frei für die Vorbesteller und Digitalleute und die Steam-Leute? Bethesda, der Publisher von Doom Eternal, hatte aufgerufen, dass obwohl einige Leute wegen der eventuellen Ladenschließung das noch eine Flaschenpost... dass trotz der Ladenschließung, also wo die Spiele halt jetzt dann wegen eventueller Ladenschließung schon vorher verkauft wurden, dass das Spiel Doom Eternal noch nicht im Stream gezeigt werden darf und keine Videos hochgeladen werden sollen. Und dass sie es leider bestrafen müssten, wenn es doch gemacht wird. Und ja, da kam halt die Frage auf, warum gibt es keinen Day-One-Patch, der das Spiel für jetzt einfach noch unspielbar macht? Und alternativ, warum schaltet man es nicht einfach dann jetzt frei für alle? Das war eine Munitionskiste, dann hau ich die hier oben hin. Ich schlag mal was vor, ja? Für mich heißt das gar nichts. Ich habe das Spiel digital vorbestellt, ich kriege meinen Key morgen oder übermorgen. Und dann kann ich loszocken. Das heißt nur, dass ich eventuell jetzt auf Twitch zumindest dann... im Nachteil bin, weil ich nicht eventuell da der Erste bin, der es spielt oder zeigt, weil die Leute es halt schon auf ihrer Playstation zu Hause liegen haben oder auf der Xbox. Also in welche Richtung müssen wir denn? Westen, ne? Ja. Das ist halt... Also ich meine, die Frage ist ja, wie wollen sie das bestrafen, ne? Ich meine, Bann! Auf Twitch gibt es einen Bann, wenn du es zeigst, ganz einfach. Okay. Du wirst auf Twitch gebannt, wenn du ein Spiel spielst, was noch nicht gezeigt werden darf. Das ist ganz einfach. Das bestimmt der Publisher. Wenn der sagt, die sollen danach gucken, dann wird danach geguckt. Also das wird auch tatsächlich mit Bann bestraft. Und das sind meistens also, sind das eine Woche oder zwei. Gibt's im Moment tatsächlich noch keine. Was gibt's nicht? Es gibt also tatsächlich im Moment noch keine, die das spielen und zeigen. Ich gehe mal davon aus. Die haben zwar nicht Bann gesagt, aber was wollen sie sonst machen? Und auf YouTube gibt's Strikes, bis das soweit ist. Was willst du auch anders machen gegen die Leute? Na, wenn selbst die Großen das noch nicht spielen und zeigen dürfen? Wegen NDA und so, die unterschrieben haben gegebenenfalls. Dann kannst du ja schlecht sagen, ja, jetzt darf es dann jeder zeigen. Das wäre ja dann unfair den Größeren gegenüber, auch wenn es natürlich für die Kleinen unfair ist, dass die Größeren das eh schon vorher haben und so, aber es kommen halt, seit heute ist das Embargo für die Tests gefallen und dann haben sie scheinbar jetzt die Geschäfte gedacht, bevor wir zugemacht werden. Mhm. Einer ist live mit Doom Eternal. Ja, mal gucken, wie lange. Das kann meistens nicht lang dauern. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die normalerweise innerhalb einer gewissen Zeit rausgeschmissen werden und dann erstmal einen Bann haben. Es kann sogar, je nachdem wie hart der Publisher das bestraft, dazu führen, dass du einen Permanent-Bann kriegst. Aber wenn ich es hätte und die sagen das so, würde ich es auch nicht vorher zeigen. Wenn die es jetzt vorher freigeben würden, klar, würde ich es auch machen. Ja, wie gesagt, dann das kann keine Sache von lang sein, dass das, bis das da entsprechend zugemacht wird. Ist ja im Endeffekt auch egal, wenn sie damit... Ach Gott! Ich wollte gerade sagen, ziemlich krass, also... West... Also, na, ich glaube, da hinten die Insel ist es ja dann, ne? Weiß ich nicht. Mit dem großen Felsen. West, Nordwest. Ja, ist klar, die Konsolen sind derzeit die einzigen, wo du das spielen kannst. Weil die das Spiel ja auf der Disc haben. Und das Doom Eternal ist tatsächlich ein Fall, wo mal kein Day-One-Patch vonnöten ist, damit es vernünftig läuft. Deswegen können die es halt jetzt schon spielen.
Aber wie gesagt, ist ja der ein schönes Recht und so. Wenn sie jetzt keine Strafe kriegen, hat er Glück gehabt. Und ansonsten ist halt eventuell der Twitch-Kanal weg. Das ist halt jetzt dann sein Risiko. Vielleicht hat er Glück. Oder die. Aber ist halt blöd. Ja, weil alle anderen müssen halt warten und die zeigen das dann jetzt schon. Ist Glück für die, aber halt auch irgendwo doof, ne? Ja, ist ja egal, ob der groß ist oder klein. Wenn der Publisher das nicht erlaubt, dann ist es halt nicht erlaubt, ne? Ist halt dann jetzt Glück für ihn, wenn er jetzt dadurch ein paar Zuschauer generiert. Ich würde es mir persönlich jetzt nicht spoilern, ich gucke mir das da nicht an, aber... Weil ich es halt selbst spiele. Aber deswegen könnte das natürlich sein, dass das... Hallöchen, Snusels. Guten Abend. Hi. Alles gut bei dir? Ich hoffe, du bist gesund und dir geht's gut. Ja, mir geht's gut soweit. Ich bin ab morgen, also gesund bin ich noch. Ab morgen bin ich im Homeoffice, ist auch schön. Und ja, mir geht's gut. Und dir, bei dir auch alles gut? Aber vielleicht ist der Kleine ja auch irgendwo an dem Punkt, dass er ein bisschen mehr draus machen will. Also der wird eben. Also gerade das Game wird er ja wahrscheinlich nicht streamen. Fändst du das? Weil ihm der Kanal egal ist. Fändst du das schön, wenn wir beide jetzt gebannt werden würden wegen sowas? Ich glaube nicht. Dann ist der Kanal halt weg. Und dann findet dich ja auch so schnell nicht wieder einer. Du hast Husten, aber sonst, ja, arbeiten musst du trotzdem. Ja gut, Husten alleine ist ja noch nicht so schlimm. Naja, arbeiten müssen, es kommt ja immer drauf an, wie stark es belastet, ne? Fährst du rechts um die Insel rum? Ja. Dass wir noch an den Strand kommen. Ich glaube, hier vorne war ja noch nicht der Strand. Ne, genau. Das ist auf der anderen Seite. Dann geht's ja. Ja gut, es geht ja auch nicht in allen Bereichen. Ne? Das kommt ja mal drauf an. Wir haben das jetzt auch nur, weil wir als IT-Abteilung das können. Und weil wir es halt betreuen. Mit dem Homeoffice. Also, ich habe quasi das Homeoffice. Ja, wir haben es ja mit uns. Also, ich bin ja Stein des Anstoßes gewesen, dass wir es überhaupt jetzt machen können, eigentlich. Weil ich hatte die Idee mit dem DirectXS, was wir da jetzt überwiegend für nutzen. Ja, genau, David. Das wäre ziemlich blöd für uns, weil alles, was man sich irgendwie so an. Oh, ich sollte auch noch eine Kiste mitnehmen. Was man sich so aufgebaut hat, ja, eben. Damit das weg ist. Naja, für dich wäre es doch, hast uns ja noch auf Discord, ja, aber sagen wir mal, du wärst jetzt nicht hier, dann wäre das doch auch blöd für dich, also wenn du nicht auf Discord wärst. Deswegen, also... Ja, alles andere ist dann verloren. Ne? Genau. Weil die Discord sind... Könnt ihr ja fragen, ob sie mir die Kita-Einrichtung zu mir schicken. Tja... Schicksal, ja, ja gut, aber man kann Schicksal ja auch vermeiden, also dann... Also dann eben, da muss man sich halt einfach an die Regeln halten. Wenn der Kanal jetzt da weg ist, ist das sein eigenes Risiko. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde es halt nicht machen, wenn da schon ganz groß gesagt wird, hier Leute, macht's nicht, dann würde ich es halt auch nicht machen. Ne? Kita-Einrichtung zu mir schicken, theoretisch geht Heimkita. Ja, das stimmt. Aber jetzt gibt es ja im Moment eigentlich gar keine Kita in dem Sinne, außer für die systemkritischen Berufe. Aber bei den systemkritischen ja auch nur dann, wenn beide in dem Bereich sind. Genau, arbeiten. Wenn beide in dem Bereich sind, ansonsten nicht. Das ist die Sache. Genau, nur Notbetreuung. Na, kommen wir jetzt auf die... Oh ja, ja, Stufe 20. Echt? Ja, ja, ich habe jetzt 20. Ich glaube, ich bin immer noch keine Stufe... Ah doch, ich bin auch eine Stufe aufgestiegen. Ja, 20, genau. Goldschlepper. Dann hast du mich ja wieder eingeholt. Echt? Hm? Ja, wir sind ja jetzt auf derselben Stufe. Ah, du bist gleich zu Hause. Sehr gut. Ja, wie gesagt, bei mir ist jetzt ab morgen sowieso permanent zu Hause, weil wegen Homeoffice, aber ich habe es auch quasi gefordert. Meine Frau ist mit Asthma zumindest insofern vorerkrankt, dass ich da eh ein bisschen vorsichtiger sein will und
Naja, wir IT sind ja für das Laufen halten des Ladens jetzt auch nicht gerade unwichtig und deswegen hatte ich das halt angeregt, dass wir da gucken sollten. Und wie gesagt, wir haben halt auch für die Möglichkeit gesorgt, dass das überhaupt so geht und ich mache es ja sowieso eigentlich immer freitags. So, das ist wieder so eine blöde. Ich hatte eben schon eine Karte auf den Tisch geknallt, ne? Okay. Du hast in Riders of Icarus eine Wassermelone als Mount, mit der du fliegen kannst. Das ist mal special. Ja. Ja, Snoozles, wie gesagt, das ist um meinen Sohn mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen, auch wenn er noch klein ist, aber die haben ja nicht so viel davon, was die da abkriegen. Aber bei meiner Frau könnte das halt schon sein, dass sie dann ins Krankenhaus muss, je nachdem, wie es verläuft. Daher bin ich da eher vorsichtig. Nur freitags, beziehungsweise nur einen Tag die Woche normalerweise. Da jetzt aber ich arbeite ja in einem Fraunhofer-Institut und da die jetzt die Anweisung gegeben haben, dass jeder, der im Homeoffice arbeiten kann, auch ins Homeoffice geschickt werden soll, mache ich das halt jetzt erstmal permanent. Wir haben zwar so Prio-Sachen, wo wir gesagt haben, wir sind 4 Mann, wir priorisieren jeden Tag durch, wer ab wann Belastung quasi vor Ort trotzdem mal nach vor Ort gucken muss, wenn da zu viel los ist, was da erledigt werden muss. Ah, ich hab's schon gefunden. Devil's Ridge. Okay. Okay. Alles klar. Dann bis hoffentlich gleich, Snoozles. Und viel Spaß auf dem Heimweg. Bis dann. Komm gut nach Hause. Wie gesagt, aber normalerweise hat Tesia halt nur einen Tag die Woche und meistens den Freitag, außer es gibt mal was anderes. Also diese Woche wäre es normalerweise der Donnerstag geworden. Richtung aber Osten dann, ne? Osten? Okay. Mhm. Ja, habe ich eh schon eingeschlagen, die Richtung. Diese Woche wäre es wegen dem Freitag, den ich mir quasi frei genehmigt habe, wäre es halt der Donnerstag geworden mit dem Homeoffice, sonst meistens freitags. Aber das heißt halt trotzdem nicht, dass wir sofort reingeschickt werden. Wenn es nach meinem Vorgesetzten gegangen wäre, hätten wir mindestens einen Tag die Woche noch Präsenz im Institut gehabt, quasi. Das ist aber jetzt nachdem der von seiner Freundin ein wenig auf den Deckel gekriegt hat, hat er das dann selbst gekippt. Und jetzt gehen wir quasi, wir haben jeden Tag einen bestimmt, der quasi Prio 1 hat und der Prio 1 Mensch geht dann quasi, wenn Sachen vor Ort anfallen sollten, geht der dann quasi ins Institut und kümmert sich darum. Wenn der das nicht schafft, kommt Prio 2, wenn die das nicht zusammen schaffen, noch die Prio 3 dazu und notfalls halt alle 4. Und wenn halt nichts anfällt, dann ist das an dem Tag so und wir bleiben zu Hause. So haben wir das jetzt geregelt. Das ist eigentlich für die IT ein ganz guter Plan so. Gibt halt nicht so viele Fälle, für die wir jetzt da extra da vor Ort sein müssen. Das meiste können wir per Remote machen. Und Rechner abbauen für mit nach Hause zu nehmen, das kriegen die Leute Gott sei Dank bei uns noch selbst hin meistens. Ein bisschen weiter, so Richtung West, Richtung Ost, Südost. Okay. So? Oh, Entschuldigung. Das sieht gut aus. Okay. Dann steuern wir jetzt sehr gut da vorne die Felsen, die da rausragen. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ansonsten sieht's ganz gut aus. Oh Gott, meine Frau fragt schon. Sag mir, wenn du früher Schluss machst, ne? Also hast du das nächste Spiel gefunden, Riders of Icarus, David? Ja, das hat er wiedergefunden. Achso. Das hat er schon mal ziemlich viel gespielt und hatte dann eine Weile keinen Zugang dazu. Bis er jetzt rausgefunden hat, dass er nicht mehr reinkam wegen Browser-Problemen. Wegen Browser-Inkompatibilität. Also. Ja. Ja, also die Richtung ist auf jeden Fall perfekt. Ja, da ist noch ein Felsen, da muss ich vielleicht drumherum. Maximal Felsen umfahren, aber ansonsten fahren wir dann eigentlich auf
Devil's Ridge zu. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass wir jetzt die nächsten zwei Tage... Ja, siehst du, das geht ja auch. Zwei Tage, wo er im Betrieb sein muss, Rest Homeoffice. Wie gesagt, wir haben gar keine festen Präsenztage aktuell. Wir verständigen uns über Telekonferenzen und ja, wenn einer hin muss, jetzt die nächsten zwei Tage ist zum Beispiel unser Vorgesetzter da, dann ist das so und ansonsten so, wie ich es eben erklärt habe. Aber das ist in Ordnung und ich bin halt in 10 Minuten eh da, also das ist gar kein Problem. Vorsicht, ne, da vorne. Was laufen denn? Wir sonst auf. Du musst ein bisschen, ja genau, ein bisschen rechts, weil... Oh, ruhig, wir sind ja noch weit, meilenweit davon entfernt. Ja, siehst du wahrscheinlich nicht, dass das doch ein bisschen weiter ausufert, das, die Sandbank. Doch, das sehe ich schon, aber ich glaube nicht, dass wir hier schon auflaufen. Siehst du, das geht doch. Ja, also das, was da jetzt geradeaus hinter dem Felsen ist, müsste eigentlich unsere Insel sein. Also weiter rechts, 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 rechts. Ach so, rechts? Ich dachte hier vorne die Insel, wo wir gerade dran vorbeifahren. Nee, nee. Seit 2 Wochen eben nur noch Homeoffice. Ja, wie gesagt, bei uns ist das jetzt auch erstmal nur noch Homeoffice. Wahrscheinlich bis nach den Osterferien, aber das wird sich dann halt noch entscheiden, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Welche Stufe hast du denn jetzt im Moment, David? Ist natürlich cool, wenn man dann schon so viel Equipment hat, was man dann anziehen kann, wenn man die Stufe erreicht hat. Nase. Rechts. Rechts? Rechts. Ja. Also die Insel, die da jetzt eigentlich als nächstes geradeaus jetzt gleich bei dir... Die da? Da. Ja. Okay. 29. Okay, dann hast du noch ein bisschen was zu tun. Naja, und Homeoffice ist bei mir auf jeden Fall erstmal nicht. Ich bleib erstmal normal in der Agentur, beziehungsweise in der RD. Ja, mein Vorgesetzter meinte auch schon, wenn jetzt keiner mehr im Institut ist, dann wäre es doch besser, wenn wir ins Institut kommen. Weil dann ist ja quasi keine Ansteckungsgefahr mehr. Abgesehen von den Kollegen, aber ne, das ist nämlich auch ein Problem. Man sollte ja jetzt in den Büros 2 Meter Abstand halten. Das kriegen wir bei uns in dem Büro definitiv nicht hin. So viel Luft haben wir da nicht. Ach, nächste Woche startet übrigens Disney Plus, Daniel. Ah, okay. Am 24. Ich habe auch schon ein Profil für dich angelegt. Oh, okay. Oh. Zahlt ist es ja auch schon für ein Jahr. Ja, Frühbucherrabatt. Ja, die Werbung hatte ich auch gesehen. Ah ja, das habe ich direkt für ein Jahr habe ich das genommen. Und wir gucken es ja im Moment über VPN auch schon fleißig. Nö, die machen nichts mehr dagegen, haben sie auch gesagt. Jetzt gerade wegen Corona und so wird da eh nichts mehr gemacht. Ist nur schade, dass die neuen Filme, also die haben Frozen 2 schon zum Beispiel, aber haben die früher veröffentlicht dafür tatsächlich wegen Corona. Mhm. Der ist aber noch nicht auf Deutsch. Ach so, oh, gut. Ist doch eigentlich nicht so schlimm. Auf Englisch doch mit Sicherheit sowieso viel, viel cooler. Also zumindest die Lieder, den Soundtrack ja, fand ich auf Englisch. Wenn beide Englisch können, ist das auch gut, Daniel. Das geht aber bei uns nicht. Ich muss mir die Sachen leider auf Deutsch angucken. Gesehen habt ihr den wahrscheinlich hier vorher auch noch nicht, ne? Nein, ich habe gesagt, wir warten da. Ja, ich habe gesagt, wir warten da. Rise of Skywalker ist ja jetzt auch schon auf Blu-ray veröffentlicht worden, früher. Ne, digital, so. Digital vorgezogen. Mhm. Für Corona. Aber so toll, so prickelnd fand ich den jetzt nicht, dass ich den jetzt schon unbedingt da holen muss. Da warte ich auf die Blu-ray. Joker müsste ich mir noch holen. Machen. Okay. Er hat mir gesagt, dass das allgemein ist bei Ihnen, aber er muss ein bisschen wegen Lungenkrank. Ja, sicher. Also meine Frau ist, wie gesagt, hat Asthma chronisch und die muss auch noch ganz normal. Weil im Einzelhandel gibt es halt kein Homeoffice. Schwierig. Ist vielleicht doch besser so, dass die Kunden nicht hier kommen. Ich drehe jetzt ein bisschen ab, weil da kommen Felsen. Mhm.
Das ist jetzt ungünstig, dass es jetzt Nacht ist, ne? Ja, aber wir müssen ja da vorne hin, oder? Das hier ist die Insel, ne? Ja, ja, das ist die Insel und wir suchen nach dem Captain Deceitful. Deceitful. Ja, wie gesagt, Tesia, da ist das auch besser, wenn die Leute so geschützt werden. Also das kann ich verstehen. Bei mir war es halt der Anreiz, dass ich meine Frau ungern anstecken will. Das war halt auch so die Sache. Ich möchte es halt vermeiden und auch wenn mein Vorgesetzter dann halt erstmal meinte, dass eigentlich ich mich ja deswegen nicht da raustun sollte und ich sollte dem Feind doch lieber ins Auge blicken, als dass er irgendwo, wo es unerhofft kommt, passiert. Aber ist so ein bisschen ein Argument, was ich nicht teilen kann. Ich hatte auch schon angekündigt, dass ich notfalls für mich eine Einzelregelung durchsetze, wenn er sich da komplett weigert. Weil es eben bei mir nun mal wegen meiner Frau dann schon begründet ist. Soll ich mit draufkommen? Machst du? Ich wollte einmal nur kurz. Ach so. Nö, dann gehe ich. Tschüss. Ja, ich habe was gefunden, was ich aber nicht abgeben kann, nicht so mitnehmen kann. Ach so. Oh. Ja, sonst hätte ich das nämlich auch so durchgedrückt. Dann wäre mir das auch egal gewesen. Die Suche nach Wissen und Geheimnisse unausgesprochen. Gütiges Wissen kehrt nun endlich zurück. Oh. Ach da. Achso, hast du ihn? Nee, das waren Skelette, die hier rumliefen. Ja, deswegen. Also ich hätte es auf jeden Fall, hätte ich es durchgesetzt, so oder so. Notfalls dann halt eben über die Institutsleitung und die Verwaltung. Aber ich wollte halt jetzt nicht unkollegial sein und hatte halt eh angeregt, dass es besser wäre, weil es halt blöd ist, wenn wir ausfallen oder so. Also zumindest jetzt wäre es halt blöd, wo so viele dann jetzt ins Homeoffice gehen. Wäre es doof gewesen, wenn wir jetzt ausgefallen wären. Und wenn das längerfristig noch gedauert hätte, wäre das halt auch doof gewesen. Mission erhalten schon wieder. Achso, hast du auch eine gefunden? Ja, hier in den Kisten. Captain Deceitful. Das Geheimnisse lüftet und mit reicher Beute entzückt. Die Wassermelone ist übrigens eine Gummi-Wassermelone. Oh Mann. Don't hurt me. Das heißt, du bist stylisch. Hast du denn auch noch irgendwie ein cooles Badeaccessoire ansonsten? Ach. David. Ah. Weißt du, da nicht das Schlimme ist, das wird noch schlimmer, ne? Weil was irgendwann denn? Werden ihm die Spiele ausgehen jetzt in der Zeit. Ja. Dann muss Plan B her. Goldene Drachen als Mount. Ob es da einen gibt. Ja, der Plan B wird auch noch kommen. Kommen müssen. Ja, sicher. Jetzt die ganzen Spiele nach und nach ausfallen. Plan B ist SpongeBob. Ja, aber SpongeBob ist doch noch nicht da. Dann spielst du es doch auf der PS2. Ich glaube nicht, dass... Hol dir... Du hast Breath of the Wild auf der... Hast du Breath of the Wild denn selber gezockt? Dann kannst du dir ja Animal Crossing holen. Dann hast du auch zu tun. Das sah sehr umfangreich aus. Weil die Entwicklerstudios teilweise auch zumachen werden aus Schutz davor. Also CD Projekt Red, beziehungsweise GOG.com, die Entwickler von Cyberpunk, die arbeiten auch aus dem Homeoffice. Die haben halt Glück, dass die Infrastruktur gut genug aufgebaut ist, dass die auch das Spiel weiter aus dem Homeoffice entwickeln können. Aber andere Spiele könnten deswegen auch ausfallen. Ich meine, bestes Beispiel, Nvidia wollte eigentlich diese Woche oder nächste Woche die neue Grafikkartengeneration in einem Livestream-Event enthüllen. Die haben wegen Corona auch das jetzt abgesagt heute. Also erstmal kommt keine neue Grafikhardware. Und dann wird das mit Software mit Sicherheit nicht anders sein. Würde ich denken. Also wissen tut man es nicht.
Aber die E3 fällt ja weg und es hat immer noch nicht jeder ein Ersatzevent für die E3 organisiert. Und da müssen sie ja jetzt dann auch gucken. E3 ist ja im Juni. Die Spiele offline. Spiele offline gehen, das sagt ja keiner. Überlastung merkst du doch jetzt dann in Fortnite schon und Co. Also das natürlich, ne, klar. Wenn größere Spieler ansturmen. Die Server, die da jetzt nicht sind, nicht genug Kapazität bzw. Ressource haben, um so viele Spieler aufzunehmen. Boah, ist das doof mit dieser Karte. Also da kannst du schon Pech haben und neue Spiele könnten jetzt einfach deswegen verschoben werden, ne? Ich hatte ja, wie gesagt, bei Animal Crossing hatte ich ja die leise Hoffnung, dass die Nintendo sich dazu aufrafft, das jetzt ein bisschen früher schon rauszuhauen, aber das scheint ja leider nicht der Fall zu sein. Es ist interessant, dass die Niederländer halt jetzt dann auf die Strafen, die darauf stehen, dass sie das früher verkaufen, dann jetzt halt scheißen, aber das ist ja deren Entscheidung. Ja, wahrscheinlich, weil sie es ansonsten nicht wegkriegen, ne? Kann sein, ja. Sie hätten es ja irgendwie weiter liefern können. Ich denke ja nicht, dass in Holland werden ja ähnlich wie hier trotzdem die Lieferservices stehen bleiben, also die Paketdienste. Oh Gott. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, glaube ich. Ja, ich habe auch irgendwie, also ich habe da oben eine Höhle gesehen, aber da weiß ich halt auch nicht, ob das die ist, wo wir hin müssen. Mhm. Wow. Ja, das ist halt jetzt gerade echt blöd, aber was willst du machen, ne? Wie gesagt, ich wollte eigentlich, gerade Animal Crossing hätte ich gerne als Hardcopy gehabt. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt das digital kaufen, wobei das jetzt bei der Nintendo Switch ja auch kein Problem ist. Aber das habe ich mir jetzt auch digital zweimal vorbestellt. Otto hat mir heute die Vorbestellung gecancelt. Ich hatte sie vorher eigentlich schon in Storno gegeben, aber hatte meine Buchung bei PayPal immer noch nicht zurück und die haben es heute von sich aus gecancelt, tatsächlich auch mit Grund und so, dass sie halt keine mehr auf Lager hätten. Und das Ding ist auch als nicht lieferbar gekennzeichnet. Meine Vorbestellung im Mediamarkt werde ich gegebenenfalls, wie das jetzt weiterläuft mit den Schließungen der Läden, werde ich das nicht abholen können und deswegen habe ich digital vorbestellt. Sonst stände ich da jetzt auch ohne da. Ah, da bist du. Ja. Findest du nicht, ja, ne? Ja, ich suche immer noch nach dem Eingang zu der Höhle, beziehungsweise zu dem Ausgang, der da auf der anderen Seite ist. Die Melone ist verdammt schnell. Ja, ich hätte auch gern so eine Gummimelone zum draufreiten. Die richtig gut. Die Gummimelone. Die kann man mit sich auch, egal. Die kann man mit sich auch gut. So, Ich habe nichts gesagt. Nee. Die Leute bei mir im Stream wissen das. Der Hund hat sich nicht bewegt. Ich habe nur die Tasse gedrückt. Was denn? Ach komm. Ich darf mit meinen 29 Jahren darf ich auch mal versaut sein. Auch wenn ich verheiratet bin. Aber David, ich glaube, dass wir noch zusammen SpongeBob spielen können werden irgendwann. Kindliche 29, findest du? Naja, ich weiß nicht. Ist das kindlich? Oder ist es einfach Absicht? I don't know. Och Mann, ich hasse diese Karten, wo du nicht weißt, was du tun musst. Ja, so Fakt ist, hier oben ist ja nichts. Vielleicht gibt's ja irgendwo, ich geh mal runter, vielleicht gibt's unten irgendwo noch Höhlen. Ja, ich sag ja, von außen gibt's auf jeden Fall, hatte ich was gesehen, aber... Aua. Warum komme ich immer wieder hier aus? Das kann doch nicht sein, ey. Egal, wo ich runterspringe, ich komme immer wieder an derselben Stelle aus. Was ist denn das? Gott, nee, hier zum Strand runterspringen, das traue ich mich jetzt nicht. Gibt es hier einen Weg runter? Ja. Autsch. Ah, ich finde, so kindisch bin ich gar nicht. Manchmal muss man auch ein bisschen kindisch sein. Wenn man das komplett liegen lässt, ist auch doof. Ich finde, ein bisschen gehört das immer noch dazu.
Ich finde, das gehört dazu. Das ist so langweilig sonst. Man kann nicht immer alles nur Bier ernst nehmen. Wenn ich... Daniel, ist es dauerhaft? Ganz bestimmt. Tja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ach, mein Gott. Was haben wir uns denn da ausgesucht? Ja, schade, der Tholt hat eben kurz reingeguckt, aber da war schnell wieder weg. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass wir immer noch so Nubik spielen, dann war der wieder weg. Oh, ist der Anna müde? Ja, schon. Verständlich. Dass er wieder weg ist? Ich denke, das meint er. Was? Geheimnisvolles Logbuch. Steht da was drin, was interessant ist? Eine rätselhafte Karte habe ich genommen. Ja, super, jetzt haben wir noch mehr Karten. Das ist auch noch. Ja, ist okay. Wir bleiben erstmal bei der Hand. Der muss doch irgendwo sein, der Blöde, ey. Würde ich euch nicht mögen, wäre ich auch schon weg. Ich kann es verstehen, David. Ich hätte auch schon ausgeschaltet. Spätestens nachdem wir jetzt hier eine halbe Stunde um dieselbe Insel die ganze Zeit rumlaufen. Ach, das gibt es doch nicht. Da muss doch jetzt mal irgendwo also jetzt was sein. Der Typ muss ja irgendwo unterwegs sein. Was ist das denn jetzt schon wieder? Final Fantasy X. Das ist auch toll. Man hört eigentlich schon, wenn man nur so leicht drauf hört, weiß man immer direkt, dass es zumindest Final Fantasy ist. Mhm. Weil es klingt doch immer alles gleich. Ja, das kann man so nicht sagen. Ich hab's noch nicht gespielt, keine Ahnung. Obwohl ich Final Fantasy X für die PlayStation 2 auch hatte. Aber ich glaube, ich habe es nie weiter gespielt als irgendwie die erste Einführung oder so. Final Fantasy ist einfach nicht meins. Noch nie gewesen. Ich finde es immer noch cool. Ja, du kannst dich ja... Ja, das ist das Problem, ne? Aber ich habe ja gehört, du spielst demnächst Final Fantasy 7 Remake, wenn es rausgekommen ist. So. Nicht wirklich. Doch. Ist nicht geplant. Und Resident Evil 3. Na komm, du guckst zumindest, guckst du doch mal am Sonntag in die Resident Evil 3 Demo rein, oder? Möglich. Die ist ja angekündigt für... Ach nee, für Donnerstag ist sie angekündigt, oder? Ja, für den 19. Kannst du am Donnerstag eigentlich schon reingucken, aber du hast was anderes angekündigt. Ja, das hab ich. Stimmt, du willst zuerst Monster Hunter spielen. Ja, das ist langatmig, David. Das ist bei mir immer so das Problem. Mir ist das zu lang. Also ich habe kein Problem damit gehabt, mich lange, lange Zeit in Breath of the Wild so zu fallen zu lassen und das durchzuspielen. Aber Final Fantasy, ich weiß nicht, das ist eine Art Role-Playing-Game. Das ist nicht so meins. Tja, ist halt viel Grinden und Leveln und... Genau, das, was du bei Zelda halt nicht musst, ist genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Bei Zelda ist es halt bei Breath of the Wild nur erkunden und questen gewesen, beziehungsweise Aufträge erledigen. Aber dieser Rollenspielaspekt, der war halt nicht so ganz vorhanden, abgesehen von den kaputtgehenden Gegenständen. Bin immer gespannt, was sie dann aus Teil 2 machen. War noch immer der kommt. Das steht ja noch nicht fest. Ach, gerade auf mich geschossen. Ich habe nicht auf dich geschossen, ich habe auf Skelette geschossen. Hier waren Skelette mit Fässern. Meine blöde laufende Nase. Sekunde. So.
Ist das jetzt wieder Mega Man? Gott. Ist auch nicht so meine Spielereihe. Das kann doch jetzt nicht sein. Meinen die vielleicht eine der Nebeninseln? Hier, ich gehe mal auf eine Nebeninsel gucken. Das wäre es natürlich, wenn der blöde Drecksack jetzt irgendwo... Ja, da gibt es ja hier so einen kleinen Ausläufer. Ich gehe mal gucken da drauf. Man hat sogar viele Luftattacken, wenn man mit den Mounts fliegt. Okay. Ich kenne, mir sagt das gar nichts. Hier, so hier auf der Nebeninsel ist schon mal Nada. Ja, toll, hier ist ein Fass. Was will ich mit dem Fass? Da mach ist nicht auch das Fass auf, ne? Ich mach gleich aber sowas von Fass auf, das glaubst du nicht. Da ist auch aber nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas Besonderes und. Wo man jetzt hier wieder rauskommt. Oh ja, Kingdom Hearts. Auch eine Spielereihe, die ich immer gern gespielt hätte. Aber wegen der Konsolenexklusivität auch nicht so ganz mein Fall. Aber hätte mich immer mal interessiert. Wobei mittlerweile blickt man da, glaube ich, auch gar nicht mehr durch von dem, was ich gehört habe. Wenn man anfängt, seine Spiele irgendwie zu nennen... Kingdom Hearts 2,5 irgendwas Mix Collection. Das fand ich auch schon immer schon etwas komisch. Wo man dann irgendwie die Geschichte von Teil 1 und Teil 2 und die Vorbereitung auf Teil 3 drin hat. Ich habe eine Höhle gefunden. Du hast eine Ölle gefunden. Und hier sind goldene Skelette. Das ist gut. Ich habe keine Ahnung, in welche Höhle du gerade bist. Naja, ich bin da von oben quasi reingesprungen. Oh, du bist da von oben reingesprungen. Das klingt abenteuerlich. Mhm. Oh, da hat einer geschossen. Warst du das? Yep. Da hat noch einer geschossen. Ja, ich schieße immer noch. Du wünschst, du könntest die Kanalpunkte verschenken. Wie kommt's dir? Sie hast du so viele gesammelt und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Oh. Ja, mit den Kanalpunkten ist das so eine Sache. Mit denen direkt bei Twitch ist es halt so ein bisschen schwierig, so coole Sachen zu bauen, weil ich muss da, theoretisch bräuchte ich noch einen Monitor, weil da musst du so eine Anforderungsliste offen haben. Die hatte ich auch eben mal aufgemacht. Sonst siehst du das nämlich nicht. So, das ist schon mal die eine Sache. Da habe ich derzeit tatsächlich keinen Platz. Und so richtig coole Sachen kannst du dann damit halt auch nicht machen. Die Kanalpunkte, die man über den Chatbot theoretisch sammeln kann, sind auch cool. Aber ich fände es halt cooler, wenn man die irgendwie synchronisieren könnte. Das haben die derzeit noch nicht vorgesehen. Nein! Oh, sie haben mich... Ja, genau. Das ist halt, wenn du die... Ah, ich habe die Höhle aber gefunden, wo du bist. Ich bin jetzt auch hier drin. Ja, ich bin doch voll reingefallen. Ja, ich bin von der Seite bin ich da reingegangen. So. Boah, ach Gott, ja, den habe ich nicht gesehen. Ja, da ist richtig gut was drin. Ja, ich habe den mit dem Fass nicht gesehen und draufgehauen. Oh. Boah. Du brauchst ja nicht, dass du das Abo hast. Ja, durchs Abo kriegst du ja, glaube ich, sogar noch mal mehr. An Punkten. Ja, das ist halt schwierig. Wie gesagt, man kann da selbst Sachen reinpacken, die vorgefertigten, gebe ich dir recht. Das haben aber viele das Problem, dass man einfach nicht so richtig weiß, was man da machen soll. Ich habe ja schon selbst Sachen reingefügt. Ich habe ja da mit drin den Emote-Only-Chat für 5 Minuten und Raid-Ziele vorschlagen, aber da kriegst du die halt auch nicht so richtig mit Quid. Ich hoffe ein bisschen darauf, dass die vielleicht irgendwann synchronisierbar machen mit Chatbot-Währungen. Dann könntest du coole Sachen mit den damit machen. Aber ich finde es halt dämlich, zweierlei Währungen da zu haben. Das ist so ein bisschen mein Problem mit den Kanalpunkten. Beim Daniel habe ich jetzt 39.180. Da weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Ne, du kannst da... Soll ich dir zeigen, wie du da reinkommst? Ich bin hinter dir.
Achso. Ja, ich weiß halt nicht, was wir tun müssen. Ja, irgendwas da drin finden. Also wahrscheinlich in der Höhle ist mit Sicherheit was, so viel wie da los ist. Ja, ja, also ich bin hier eben irgendwo hier an der Seite, geht's hoch. Denn überhaupt jetzt? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da. Hier. Ich bin hier eben, ich bin da vorne über die kleinen Inseln und dann bin ich hier vorne, ist so ein kleiner Weg. Da bin ich hoch. Und da ging es dann rein und da bin ich dann von den Skeletten überrascht worden. Ich habe einige gekillt, aber da kam irgendwie so viel. Ja, das ist so dunkel, macht, da drin, dass ich halt auch nicht. Boah, wo war das denn jetzt gerade eben? Bin ich denn hier reingegangen? Hier. Hier geht's rein. Das ist die Höhle, da warst du drin. Oh je, sehr schön. So, der mit dem Fass, den habe ich schon aufgelöst. Ja, deswegen mit den Kanalpunkten, ich bin da auch nicht so happy mit, aber ich weiß halt auch nicht so recht, was ich damit noch mehr machen soll, großartig. Ist schwierig. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, da müsste man halt viel mehr Sachen irgendwie einbauen. Das ist halt vielleicht auch eine Sache, wo ich mir nochmal mehr Gedanken machen muss. Aber dafür muss es halt auch irgendwie Sinn machen. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, das sind wieder Goldene hier, ne? Oh, oh ja. Da war wieder einer mit Fass. Ja, der hat die Goldenen jetzt alle weggemacht. Hier ist eine Kiste. Truhe des Seefahrers. Ich lauf mal. Aua, geh weg, du blöde Schlange. Also ich habe eine Truhe jetzt da rausgeholt. Ich habe einfach mal die blöde Vermutung, dass das nicht das ist, was wir da finden sollten. Nee, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, Thesia, ich müsste mir vielleicht mal irgendwie mehr überlegen, aber gibt's da Ideen, was man da mehr machen könnte, ist halt die Frage. Tja, ich hatte mal eine Seite mir zwischengespeichert. Da stehen Ideen? Vorschläge waren. Okay. Ja, da waren tatsächlich Vorschläge. Ja, ich sag ja, dann, wenn es da wirklich welche gäbe mit höher, also mit mehr Punkten, dann könnte man das gut machen. Aber ich glaube, dann brauche ich echt noch einen Monitor. Da geht mir langsam der Platz aus. Oder ich muss mir das, da wo die Musik liegt, könnte ich mir das vielleicht noch irgendwie daneben packen. Diese Anfragenliste, weil das Problem ist, wenn du Custom welche erstellst, die offiziellen von Twitch, die werden dir in der im Mini-Feed angezeigt. Die selbst erstellten nicht. Deswegen war mir nämlich das eine Mal welche untergegangen. Ja, ist blöd. Ist blöd, oder? Okay, so kann man es natürlich dann auch machen. Tja, also hier bin ich jetzt echt überfragt, was wir hier sollen. Ja, sonst, ja, so könnte man das machen. Das wäre tatsächlich eine Variante. So hätte ich Platz, dass ich alles drauf kriege. Dann habe ich hier einen kleinen Nvidia Player. Da dann die Sachen. Ja, da müsste. Vielleicht kannst du mir die Seite mal schicken. Dass ich da mal ein bisschen was mir überlege. Ich habe ja jetzt Zeit. Okay, also gehen wir zu einer anderen. Ja, würde ich sagen. Ich sage also, allzu lange mache ich glaube ich auch nicht mehr. Ist gar kein Problem. Ich bin auch relativ müde. Also insofern, wie gesagt, das würde schon passen. Wir haben ja noch. Dann jetzt noch mal zum Außenpost zu fahren, um abzugeben, weil ich glaube, eine Kiste hatten wir ja noch, ne? Oder? Ich jetzt. Man kann 3 Abos haben, wo man je nachdem mehr freischalten kann. Ja, Abo-Stufen gibt es 3, das ist richtig. Abo-Stufen hat man 3, da habe ich ja auch unterschiedliche Emotes. Ich kann die ja noch mal hier posten. Na?
Ja, also ich will eigentlich schon fast wirklich. Ich habe in der Abo-Stufe 1, sorry, ich habe in der Abo-Stufe 1 habe ich im Moment das Herz-Emote, in der Abo-Stufe 2 kriegt man dann das High-Emote noch dazu und ich glaube in der Abo-Stufe 3 das Fail. Das sind die drei Abo-Stufen plus die drei Sachen, die man freischalten kann bei mir. Aber das ist ja von den Kanalpunkten unabhängig. So, was wolltest du sagen? Wir geben ab und dann machen wir Schluss. Ja, würde ich sagen. Also ich, wie gesagt, ich bin echt. Ja, ist kein Problem, dann machen wir das. So, West, also Nordwest. Den Westen, ja. Das sind diese drei Abo-Stufen, das ist halt auch nochmal die Sache. Umso mehr Leute jetzt abonnieren, umso mehr Punkte kriege ich und dann kann ich auch mehr Slots auf Stufe 1 freischalten und dann würden die aus den höheren Abo-Stufen eh ins Stufe 1 Abo rüberwandern. Die Emotes, die ich habe, das steht eh fest, aber ich habe halt kaum Leute, die abonniert haben. Daher. Tja, ich bin jetzt auch bei 4 Abo-Punkten und bin jetzt wieder auf 146 Follower runter. Moment, scheinbar. Das ist normal. Die Follows. Ich bin immer noch bei 70, aber. Dass Leute die followen, ist normal. Das kommt auch unter anderem von diesen Werbesachen, wo man getweetet hat und die Leute dann halt netterweise auf Follow drücken und irgendwann geht es ihnen auf den Senkel und dann die followen sie halt. Ja. Ist hier auch alles okay. Du siehst alle, hast aber bis jetzt nur das Herz benutzt. Sehen schon, dann hast du den Rest per Kanalpunkte freigeschaltet, kann das sein? Können ja nicht alle mit klarkommen. Hm. Naja, muss ja auch nicht jedem gefallen. Ja genau, die sind dann gesperrt, die sind halt in Stufe 2 Abo, das kostet dann... Anstatt 4,99 kostet das dann 9,99. Und dann gibt es noch dieses Stufe 3 Abo. Oh Gott, was kostet das? Ich meine 24,99. Ja, genau. Ja. Und darüber... Ein bisschen weiter rechts. Ja, wir müssen aber an einem riesigen Felsen vorbei. Achso, okay. Aber ich will eh rechts dann an dem Felsen vorbei. Ja, es ist halt, wie gesagt, wenn die anderen Emotes würde ich halt gerne in Stufe 1 packen. Und ich bin auch immer noch an der Überlegung, was ich als cooles Stufe 1 Emote reinpacken könnte, was halt wirklich sich abhebt von anderen. Was ich irgendwo einen Auftrag geben könnte. Aber mir ist bislang nichts eingefallen, weil das würde wahrscheinlich Leute dazu bringen, dass sie abonnieren wegen des Emotes. Das ist so der typische Werbeweg. Aber muss man halt Ideen für haben. Da fällt mir im Moment nichts ein. Nee, du kannst die ja per Kanalpunkte freischalten. Wie gesagt, das ist im Moment nur da drin, weil ich keinen zweiten Slot habe. Und das Herz fand ich am prägnantesten und am einzigartigsten im Vergleich zu anderen Emotes. Und WB Snoozles. Hello. Ich habe halt geschaut, was ist am prägnantesten, was fällt am meisten auf im Vergleich zu anderen Emotes von anderen. Und da ist das Herz-Emote das gewesen, was am meisten auffällt. Fail hat jeder in ähnlicher Form. Und deswegen habe ich das da reingepackt und ich gehe, das ist nur als Showcase, dass die da sind. Ich würde die gerne in Stufe 1 packen, aber dafür fehlen halt einfach noch Abo-Punkte. Ab einer gewissen Abo-Punktzahl schaltest du halt den nächsten Slot in Stufe 1 frei und dann kann ich da mehr reinpacken. Autsch, irgendwas hat mich getroffen, ich bin tot. Irgendwas, ja, da ist ein Geisterschiff, super. Das hat mich... quasi mit dem ersten Schuss voll getroffen. Ja, super. Das ist ja hervorragend. Mhm. Wie soll ich das denn jetzt alleine hier wuppen? Okay, ich drehe mal hier ein bisschen ab. In der Hoffnung, ja, dass sie nicht mit... Noch kurz. Ja, ist logisch. Ist aber kein Problem. Noch haben sie uns, glaube ich, nicht getroffen. Nein, bisher nicht.
So, auf welcher Seite sind sie? Ja, ich wollte jetzt wieder beidrehen, nur ich musste jetzt gerade erstmal... Oh Gott, schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, doch, das schaffen wir. Boah. Schon wieder? Schon wieder, vollends getroffen. Ich wollte gerade noch ein bisschen ausrichten und dann... Ja. Das läuft ja sehr gut. Ja, ich mache auch mal gerade hier die Mucke noch ins Aus. Weil die Ingame-Mucke reicht gerade. Okay, wir sind jetzt hinter ihnen, aber ich kann jetzt schlecht runtergehen. Ja, besser nicht. Ach. So, da komme ich wieder. Batz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache das gerade nur mit dem Anker, damit wir hier noch drehen können, bevor wir dagegen knallen. So. Du hast drüber geschossen. So treffe ich hier echt nicht. Ja, wie gesagt, die, ich muss sie halt irgendwie als Showcase drin haben, damit man sie sieht. Ich würde sie halt gerne alle in Slot 1 packen, aber das geht halt erst, wenn eine gewisse Zahl Abonnenten da ist. Das ist ein bisschen blöd. Ah, du hast auch neue Emotes. Ja, wenn du abonnierst, kriegst du auch aufgezählt, was du hast. Ach, die gehen gerade unter. Ich hoffe, dass wir nicht getroffen wurden. Vielleicht gehst du gleich mal dann unten gucken. Da. Oh, doch, wurden wir. Ja, okay. Schaffst du das? Dann gucke ich, dass wir wieder auf Kurs kommen. Ja, es kommt jetzt darauf an, wo hier noch... Ich hab ein Leck gesehen, das habe ich geflickt. So, da sind wir auf Kurs. Ich sage, ich würde da auch gern mehr in Stufe 1 packen, aber das geht im Moment nicht. Mel of the Shell, danke für deinen Follow. Beziehungsweise für deinen Post. Oh. Ah. Ja, gerade dabei ist, das Schiff zu retten. Danke, danke für deinen Host und herzlich willkommen. Wie geht's dir? So. Gucken wir mal, dass wir das Schiff leer kriegen hier unten. Ja, wie gesagt, hier ist ja die Alternative wäre, die halt gar nicht drin zu haben, aber das finde ich dann auch doof. Ich würde sie halt gerne alle rüberpacken und ich müsste halt auch echt noch welche andere haben, die ein bisschen auffälliger sind, aber das war das Einzige, was mir zu dem Zeitpunkt eingefallen ist, weil ich einen Auftrag geben konnte. Naja. So, ich glaube, das war's schon. Wie gesagt, jetzt fällt unsere Zeichnerin sowieso weg. Und ja, selbst kann ich sowas nicht. Das ist halt immer problematisch. Ja, ne? Vor allem was zu finden, was halt heraussticht. Ich hätte gern im Slot 1 was, was richtig heraussticht, wo die Leute deswegen auch abonnieren würden. Weil das bringt, glaube ich, schon was, aber mir fällt nichts ein. Ja, ich habe halt nur eins überall. Das ist halt... bei mir sind es ja noch so gut wie gar keine Abonnenten, was auch okay ist, das ist ja klar. Soll kein Geweine deswegen sein, aber mir fehlt halt noch so die Idee, so ein richtig tolles, und da müsste ich halt auch jemanden haben, der mir das dann umsetzt. Das meiste ist mir dann auch einfach im Moment zu teuer, um noch mehr da reinzustecken, weil ich schon so viel Geld da reingesteckt habe. Na, ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt noch die Krake kommt, das wäre jetzt noch die Krönung. Jetzt gerade eben noch das blöde Piratenschiff hier. Ja. Das nicht das Piratenschiff, das Geisterschiff. Ja.
Ja, man muss halt irgendwas Prägnantes da haben, aber dann was zu finden und wie gesagt, bei mir hapert es dann auch daran, sowas selber umzusetzen, weil das kann ich halt gar nicht. Ich möchte deine Zunge rausstrecken, aber als Standard. Ja, ich weiß, Tisia. Aber da musst du auch was haben, wo man das erkennen kann. Das ist halt in so klein auch immer schwierig umsetzbar und dann, wie gesagt, je nachdem, wen du damit beauftragst, zahlst du da ein Vermögen für. Das ist halt teuer, alles. Ich habe eh schon so viel Kohle für den ganzen Kram ausgegeben. Das ist schwierig. Die Designer, die verlangen sich da echt viel Geld für. Und die Zeichnerin, die wir hatten, die ist ja sogar noch so nett, wir dürfen ja alles frei benutzen. Bei anderen musst du dann im Anschluss noch, wenn du die irgendwo anders nutzen willst als bei Twitch, musst du dafür noch bezahlen extra. Und das ist auch nicht gerade wenig. Au, au. Ist doch egal, wenn das Schiff untergeht. Hallihallo, Mel of the Shell. Danke nochmal für den Host. Also mir geht's soweit gut. Außer, dass ich echt ziemlich, ziemlich müde bin. Hallihallo, auch von mir rüber. Wie geht's dir denn? Trotzdem hier einmal nochmal das Schiff leer. Auch wenn wir tatsächlich mehr oder weniger dabei sind, gerade so Richtung Feierabend zu gehen, weil ich glaube, ich brauche echt das Bett für heute. Ja. Ja, wie ist es denn bei dir? Alles gut soweit? Sehr schön, sehr schön. Das ist ja immerhin schon mal die Hauptsache in diesen Zeiten. Betten sind langweilig. Sind langweilig, ja, das sagt derjenige, der jetzt schulfrei hat, ne, im Moment. Ja, vor allem sagt das derjenige, der zu Hause keinen Bock auf die Aufgaben hat und so. So, ich würde auch gerne die ganze Nacht zocken, David, aber das geht nicht, wenn du Familie hast. Das ist schwierig. Ja, und wenn du arbeiten musst, auch nicht. Ja, richtig. Und die Verbindung aus Arbeit und Familie ist schwierig. Ja. Oh, Aufgaben hast du schon angefangen. Ach, da war es wieder. Eieiei. Ja, also insofern, Mel of the Shell, normalerweise machen wir donnerstags oder eigentlich jeden Stream machen wir bis 23 Uhr. Aber heute bin ich echt, oder wir beide sind irgendwie. Ja, ich bin auch relativ platt. Ja, parallel auf scorpionlp.de. Und insofern werden wir jetzt, haben wir uns entschlossen, für heute zumindest dann so langsam Feierabend zu machen. Auch wenn es jetzt blöd ist, weil du jetzt gerade online gekommen bist, aber ich hoffe auf Verständnis. Wir wären auf jeden Fall dann am Donnerstag wieder da. Ab 19 Uhr fange ich an mit Monster Hunter World. Erstmal ein bisschen alleine reinkommen nochmal. Und ab 20.30 Uhr zocken wir dann zusammen Monster Hunter World. Genau so sieht's aus. Sea of Thieves gibt es dann wieder nächste Woche Dienstag ab 20.30 Uhr. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für den Stream nach meinem Urlaub. war ja doch eine recht lange Zeit, vieles passiert. Bei mir kann ich nur sagen, geht's morgen auch schon mit Monster Hunter World für eine Stunde los und danach gibt's bei mir dann wahrscheinlich Doom 2016. Und am Donnerstag dann genau ab 20.30 Uhr Monster Hunter World gemeinsam. Aber ich muss halt vorher eine Questreihe alleine abschließen. Ansonsten bedanke ich mich auch bei euch. Tisia, wir schreiben gerne gleich dann darüber nochmal auf Privatnachricht darüber, was du da geschickt haben möchtest und so. Und dann auch bei mir vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann morgen ab 20.30 Uhr mit zuerst einmal Monster Underworld. Genau, morgen alleine bei Tobias und ansonsten dann am Donnerstag bei mir, beziehungsweise dann später wieder gemeinsam. Insofern, passt auf euch auf, bleibt gesund, einen schönen Abend noch und bis dann. Tschüss.
Genau, und hier auch nochmal der Hinweis darauf, dass es bei mir in der Nacht am 19.03. auf den 20.03. um 0 Uhr Doom Eternal im Launch-Stream, Release-Stream quasi gibt. Und bei mir auch vielen Dank und euch auch eine gute Nacht. Und genau, bei mir dann spätestens ab Mittwoch, also morgen dann um 20.30 Uhr wieder am Start mit Monster Hunter World. Passt auf euch auf, bleibt gesund und man sieht sich.